Also herzlich willkommen, Sommerpause ist vorbei, 2 Monate Sommerpause. Endlich heute wieder Weinentdecker-Wissen-Online-Seminar. Und zwar ist das Thema heute pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also kurz PIWI, so werden sie genannt. Das Thema begleitet uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben ja in den ersten 13 Folgen die Anbaugebiete vorgestellt und ich glaube, es kam in jeder Folge auch die Frage nach den PIWIs in den Anbaugebieten. Und insofern, die ganzen PIWI-Interessierten können jetzt heute mal aus dem Vollen schöpfen und geballt informiert werden. Und zwar haben wir heute wieder den Christoph Raffel dabei, lieber Christoph. Herzlich willkommen aus Hamburg zugeschaltet. Eva Vollmer aus Mainz-Ebersheim, oder Dr. Eva Vollmer, ja, so viel Zeit muss sein. Benjamin Lanz vom Bodensee und den Ernst Weimann vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg. Und natürlich auch wieder dabei der Jörg Schweizer, mein Kollege. Hallo. Jörg und ich werden uns um den Chat kümmern. Also wenn ihr Fragen habt, gerne in die Frage-Antwort-Funktion oder in den Chat die Fragen stellen und wir geben das dann weiter an die Experten. Jörg, habe ich was vergessen? Ja, wir haben wie immer ein Weinpaket oder Weinpakete angeboten. Und die uns schon öfter besucht haben, die wissen, dass wir nicht die einzelnen Weine besprechen, sondern eben die Weintypen. Also wir werden uns da heute auch ein bisschen Mühe geben und versuchen, über die einzelnen Rebsorten zu sprechen, gehe ich mal davon aus, ne, Christoph? Ja. Ja, gut. Und bevor wir jetzt anfangen, habe ich aber auch noch ein klitzekleines Thema. Der Chat ist noch disabled, kommt gerade die Nachricht. Herr Admin, schauen Sie mal bitte nach. Das wollte ich gerade nicht weitergeben. Ja. Dann kann ich aber trotzdem noch das andere Thema ganz kurz ansprechen. Und zwar, ich beeile mich auch. Natürlich haben wir jetzt die zweite Staffel schon mit den Themen vorgegeben. Aber wir sind gedanklich schon weiter und wollen die Reihe natürlich auch fortführen. Und deswegen wollen wir den Aufruf starten, dass Sie ihr bitte doch einfach uns Themenvorschläge geben könnt über Themen, die euch interessieren. Wir sammeln die und dann gucken wir mal, ob da ein bisschen was genannt wird und dann eben entsprechend werden wir uns darum Gedanken machen. Das war's schon. In dem Fall, ja. Wenn jetzt nichts Organisatorisches ist, dann Christoph. Ja, genau. Herzlichen Dank und herzlich willkommen in die große Runde. Es haben sich ja doch sehr viele Leute angemeldet, die das Thema interessiert. Und ich glaube, das Thema war auch noch nie so aktuell wie in diesem Jahr, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch mit der Corona-Zeit gekommen ist, dass es irgendwie den Drang auch nach Neuem gibt, nach neuen Themen, interessanten Themen. Aber PIWI habe ich, ich selber habe mich auch noch mal intensiver damit beschäftigt, aber ich höre es auch einfach immer häufiger und natürlich hat es nicht nur mit Corona zu tun, es hat auch letztlich mit dem zu tun, was wir draußen sehen, also sprich mit Klimawandel. Und auch der Klimawandel ist natürlich nie so präsent gewesen wie in den letzten Jahren und wird eben auch im Weinbau immer präsenter und klarer. Zu meiner Person ganz kurz, ich habe ja in diesem Jahr schon mal zum Thema Württemberg ein Seminar gegeben, der ein oder andere von Ihnen war vielleicht dabei. Ansonsten schreibe ich so seit 15 Jahren immer wieder in meinem Blog Original verkorkt und mache da seit 10 Jahren auch Podcasts. Betreibe seit 6 Jahren das Büro für Wein und Kommunikation, also beschäftige mich einfach sozusagen täglich mit Wein von morgens bis abends und das für unterschiedliche Kunden, auch Weingüter, aber eben auch Weinmagazine, in denen ich schreibe. Genau, und da eben auch immer wieder zum Thema PIWI. Und ich freue mich sehr, dass ich heute 3 Gäste mit dabei habe, die sich eben wirklich auch tagtäglich in ihrer Arbeit mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist einmal Eva Vollmer, hallo. Sie ist Winzerin in Mainz-Ebersheim in Rheinhessen. Der Benjamin Lanz ist da, der arbeitet in Nonnenhorn. Das ist sozusagen offiziell der Bayerische Bodensee, ne? Und der Ernst Weinmann beschäftigt sich sozusagen von der wissenschaftlichen Seite aus mit dem Ganzen und von der Rebzüchterseite aus mit dem ganzen Thema am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg, was die sozusagen zu den führenden Institutionen auch gehört, wenn es um PIWI geht. Und das ist die Frage, worum geht es heute? Das ist Ihnen allen klar. Es geht um PIWIs, aber es geht
meiner Meinung nach eben nicht nur um PIWIs, sondern es geht letztlich, wenn man über PIWIs spricht, auch so ein bisschen um die Zukunft unseres Weinbaus in einem ja, rasant fortschreitenden Klimawandel, würde ich sagen, der vielleicht doch uns alle noch deutlich, also vielleicht überrascht in der Schnelligkeit, in der sich Dinge gerade ändern. Und dann geht es eben auch darum, welche Aufgaben PIWIs zukünftig übernehmen sollen oder übernehmen können, weil PIWI eben nicht einfach nur irgendeine andere Form von Rebsorten sind. Der Begriff steht, Andreas hat es schon angesprochen, eben für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und pilzwiderstandsfähige Rebsorten, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ist das etwa so sexy wie ja, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung oder sagen wir mal Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, was wir auch immer abkürzen mit ADHS. Und beim pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ist ja auch noch das Problem, dass wir Pilz eigentlich mit Rebsorten nicht haben wollen. Und insofern ist es eigentlich so ein bisschen negativ konnotiert. Deswegen wird es im Allgemeinen eben als PIWI abgekürzt. Und früher wurde diese Art von Rebsorten eben anders genannt, nämlich meistens als Hybrid oder Hybridreben bezeichnet. Warum das so ist, sage ich gleich noch. Und es gibt so ein bisschen den Versuch, den PIWIs einen neuen Namen zu geben, so etwas anderes einzuführen, nämlich Pioniere, Pionierrebsorten oder im Englischen auch Pioneer Wines, was natürlich recht clever ist, weil man dann auch wieder diese beiden Kombinationen PIWI mit drin hat, ja, und man sich gar nicht so stark umstellen muss. Wir beschäftigen uns heute damit, was das Besondere eben an den PIWIs ist. Und bevor wir ins Gespräch gehen, und das meiste wird gleich Gespräch sein, will ich trotzdem noch mal so ganz kurz zurückblicken, wie PIWIs eigentlich entstanden sind. Weil ich glaube schon, dass viele, also zumindest viele, mit denen ich spreche, der Meinung sind, dass PIWI eigentlich so eine Neuerscheinung sind im Weinbau, was aber gar nicht so der Fall ist. PIWIs haben sich entwickelt eigentlich mit der Zeit, wo sozusagen in Europa die großen Katastrophen im 19. Jahrhundert kamen, also sprich die Reblaus und die Pilzkrankheiten. Das heißt, wir haben eigentlich schon eine gut 170-jährige Geschichte, 180-jährige Geschichte mit den PIWIs. Und wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, und das wird jetzt ein kleiner theoretischer Teil, aber nicht allzu lang, ist es letztlich so, dass wir ja eine große Familie von Rebsorten haben, von Reben haben, Rebfamilien. Da gibt es dann nochmal sozusagen fachliche Begriffe, aber ich sage mal, die Gattung ist eben die Vitis vinifera, mit der wir uns beschäftigen, mit der edlen Rebsorte, und die gehören in eine große Menge unterschiedlicher Weinrebengewächse. Und diese Vitis vinifera ist das, was wir normalerweise im Weinberg eben sehen, also Riesling, Pinot, Chardonnay, also hunderte unterschiedlicher Rebsorten, die sich so im Laufe der Zeit gebildet haben, mit denen wir normalerweise arbeiten. Aber es gibt eben auch eine Gruppe innerhalb dieser Reben, die man als Wildreben bezeichnet. Eine davon ist zum Beispiel die Vitis labrusca, das ist so die Wildrebe, die vor allem in Nordamerika vorkommt. Und es gibt auch welche in Japan zum Beispiel, die auch nachher später, vielleicht kommen wir noch dazu, verwendet werden, um so hybride Reben zu bilden, weil die teilweise sehr frostresistent sind. Aber diese Vitis labrusca, die haben sozusagen einen besonderen Nachteil. Sie haben einen Aromastoff, Furaniol zum Beispiel, der so ein bisschen unangenehm schmeckt. Und deswegen haben sich diese Vitis labrusca letztlich nicht unbedingt durchgesetzt, auch wenn man in Amerika zeitweise eben daraus auch Wein gemacht hatte. Die Vorteile sind eben tatsächlich bei dieser Vitis labrusca, dass sie widerstandsfähig gegen Frost sind, gegen Reblaus teilweise und gegen Pilze. Und deswegen sind sie sozusagen für das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ziemlich interessant. Zurück kurz ins 19. Jahrhundert. Die erste große Katastrophe war sozusagen die Reblaus. Da hat man dann eben auch diese Wildreben genommen, weil man irgendwann entdeckt hat, dass diese US-Wildreben eben widerstandsfähig sind gegen die Reblaus. Da hat man dann sogenannte Unterlagsreben irgendwann genommen, auf die man unsere bekannten europäischen Reben draufgepfropft hat.
Damit hatte man sozusagen das Thema Reblaus einigermaßen im Griff, was aber eben auch damals aus den USA sozusagen nach Deutschland gekommen ist, nach Europa gekommen ist, waren eben Pilzkrankheiten wie der echte und falsche Mehltau, den wir bis ins 19. Jahrhundert in Deutschland nicht gekannt haben. Und dagegen war erstmal sozusagen kein Kraut gewachsen. Man hat dann irgendwann angefangen, mit sehr viel Kupfersulfat zu arbeiten, die sogenannte Bordelaiser Brühe, also das sozusagen der Vorgänger dessen, was wir heute immer noch im biologischen Anbau haben, mit heute nur noch ganz leichten Kupfergaben. Früher hat man das kiloweise und tonnenweise eigentlich in Weinbergen verteilt. Und dann kam irgendwann die chemische Industrie mit Fungiziden, also mit Mitteln gegen die verschiedenen Pilzkrankheiten, die natürlich gerade in feuchteren, kühleren Gebieten wie Deutschland eben immensen Schaden angerichtet haben. Und man hat eben angefangen, sozusagen chemisch zu spritzen. Das heißt, der konventionell arbeitende Winzer arbeitet heute eben mit diesen chemischen, systemischen Fungiziden, wie man das nennt, die also ins Blattwerk eindringen. Und die ökologisch arbeitenden Winzer, und davon haben wir sozusagen heute zwei in der Runde, die arbeiten eher mit Kontaktmitteln, also mit Kupfer und Schwefel. Der Kupfer ist natürlich bis heute recht unbeliebt, weil er Rückstände im Boden hinterlässt, weil es ein Schwermetall ist. Und weil man als biologisch arbeitender Winzer eben wirklich sehr beschränkt ist auf die wenigen Mittel, die man hat, also Kupfer und Schwefel und Backpulver zum Beispiel. Es gab Zeiten, da konnte man phosphorische Säuren einsetzen, was auch eher ein systemisches Mittel ist, aber biologisch abbaubar, was sehr viele biologische Winzer bedauern, dass man das nicht mehr einsetzen kann. Insofern gibt es also einen relativ kleinen Baukasten von Mitteln, die sozusagen nur auf dem Blattwerk liegen und nicht eindringen, was eben zur Folge hat, dass man als biologisch arbeitender Winzer ziemlich häufig in den Weinberg muss. Sozusagen parallel dazu, dass man früher diese Bordelaiser Brühe eingesetzt hat, haben Botaniker damals angefangen, im 19. Jahrhundert Hybride zu entwickeln. Das heißt, sie haben Edelreben genommen und Wildreben genommen. Und da werden wir gleich mit Ernst Weimann auch drüber sprechen, wie das genauer geht. Also man hat so zwei verschiedene Typen sozusagen, aus denen man dann später eine neue Rebsorte züchtet. Und da hat man angefangen in den USA mit amerikanischen Reben. Und wie ich vorhin sagte, das hat nicht besonders gut funktioniert, weil die alle einen mehr oder weniger ausgeprägten Ton haben, der so ein bisschen nach Fuchs riecht. Und wer schon mal irgendwo in der Nähe von einem Fuchsbau war, weiß, dass das jetzt nicht besonders angenehm ist. Das heißt, diese Reben haben sich nicht durchgesetzt. Stattdessen haben dann irgendwann die Franzosen angefangen, eigene Hybride zu entwickeln und waren damit ziemlich erfolgreich. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst in der Runde, aber in den 50er Jahren standen in Frankreich rund 400.000 Hektar Piwi letztlich in den Weinbergen und damit also damals mehr als 30% der Anbaufläche. Also wir waren also schon mal zumindest in Europa insgesamt auf einem ziemlich hohen Level, was Hybridreben angeht. Aber den Franzosen hat das nicht besonders gut gefallen, also der französischen Regierung nicht und auch den Instituten, die sich mit Weinbau beschäftigen in Frankreich, nicht besonders, weil sie das Gefühl hatten, sozusagen die französische Weinkultur mit den klassischen französischen Rebsorten ist in Gefahr, und deswegen ist man irgendwann dann dagegen angegangen, neue Hybride zuzulassen. Sozusagen die ganze Anmeldung neuer Sorten wurde erschwert. Und also bis in die Ende der 70er Jahre hinein hat sich das mit den Hybridreben in Frankreich dann weitgehend erledigt. Also weil man wirklich also Schritt für Schritt von der Regierung aus dafür gesorgt hat, dass diese Hybridreben verschwinden. Und parallel dazu, dass sozusagen es diesen Abschwung gab in Frankreich mit den Hybridreben, hat sich das ganze Thema dann aber in anderen Ländern entwickelt, teilweise in Kanada und in den USA, vor allen Dingen aber eben in Deutschland, zum Beispiel eben am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg und auch in der Schweiz mit einigen Züchtern. Ein bekannter Züchter ist beispielsweise Valentin Blattner, der einiges an sozusagen modernen Hybriden entwickelt hat.
Trotzdem, insgesamt gibt es auch sozusagen von staatlicher Seite oder von EU-Seite aus gab es, gibt es heute auch noch, aber gab es sehr lange bis in die letzten Jahre hinein eigentlich immer auch recht starke Vorbehalte gegen diese PVs. Lange Zeit durften sie eben nur als Tafelwein irgendwie deklariert werden. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch, haben sie auch Qualitätsweinstatus. Das war sozusagen mal so ein kurzer Abstecher in die Geschichte dieser Hybridreben oder dieser sogenannten pilzwiderstandsfähigen Reben. Und ich habe jetzt zwei Winzer, eine Winzerin, eine Winzer, der sich, die sich mit diesem Thema eben schon lange beschäftigen. Und ich fange mal einfach mit Eva Vollmer an. Man sieht sie einmal im Bild und einmal auch hier auf dem Foto, gerade bei der Arbeit, gerade mit guter Laune, gerade mit einer Gruppe von anderen Menschen, die auch PVs erzeugen. Kommen wir gleich noch zu. Und wenn ich dich mal ganz kurz vorstelle, wir können gleich noch darüber sprechen, vielleicht in welchem Fach du deinen Doktortitel erworben hast, aber grundsätzlich erstmal, du hast mit deinem Mann Robert Wagner oder lebst mit deinem Mann und deinen Kindern in Mainz-Ebersheim. Du hast das Weingut gegründet 2007, wenn ich das richtig habe, und zwar von Anfang an auch als Bio-Weingut. Und kommst sozusagen schon aus einer Winzerfamilie, die aber eben vorher, glaube ich, alles an die Genossenschaft abgeliefert hat, ne? Hallo Eva. Genau, ja, genau, ja, jetzt bin ich dran, sehr schön. So, Also Monolog ja, vorbei, so. genau, es ist nicht ein Nullstart oder ein Kaltstart, sondern die Weinberge, ja, das war alles da und komplett, aber alles, was Keller oder Ausbau betrifft und Vermarktung, wir hatten keine Kunden und wenn man keine Kunden hat, kann man auch keine verärgern oder vergraulen. Das heißt also, dieser Start ging 2007. War das von für dich von Anfang an klar, ökologisch zu arbeiten? Also du hast ja ökologisch angefangen, wann hat sich das so bei dir entwickelt? Genau, also das Öko war quasi eine Hand oder in einem Hergehen die Entscheidung, ich mache diesen Weinbau oder ich stelle diesen Weinbau auf qualitative Bewirtschaftung um. Das war Punkt eins, weil in der Winzergenossenschaft, da zählen ja eher Kilos. Und die Entscheidung, die bei mir da die logische Schlussfolgerung war, war auch der ökologische Weinbau, weil das für mich ein Grundverständnis an Naturschutz, aber auch ein Grundverständnis an qualitätsorientiertem Weinbau ist, weil man eben auch mit Reduktionen schafft, mit lockerer Laubwand schafft und eben auf natürliche Weise die Rebe versucht, etwas gesünder zu erhalten, weil man auch als Spritzmittel eben keine Keulen hat, sondern eher ein bisschen softer unterwegs ist. Und ich bin aber ganz ehrlich, dass ich jetzt in den ersten Atemzügen des Weinguts erstmal quasi so viel zu tun hatte und so viel verwirklichen musste. Ich hatte ja noch nicht mal eine Pumpe oder eine Kälter, dass ich erstmal den Fokus, also dass ich an PVs und oder Zukunftsweine damals noch überhaupt in keinster Weise gedacht habe, weil ich sehr schwer geprägt war von so ein bisschen traditioneller Meinung. Ja, du musst Riesling machen, du musst Burgunder machen, das ist das, wo wir uns fokussieren müssen. Du musst das qualitativ hochwertig ausbauen, du musst Lagenweine machen. Also das ist ja quasi so ein antrainiertes Muster, was mich ja auch dann geprägt hat in der Zeit. Und in Sachen Piwi, da hat die Geisenheimer Zunge, also ich bin in Geisenheim studiert, da war man irgendwie nur auf Regent und das hat meine Zunge noch nie beziert. Und deswegen konnte ich da auch noch gar keinen... mir kein positives Bild davon machen. Also zur Gründungsphase des Weinguts. Das kam dann alles erst sehr viel später. Kurze Klammer auf. Ernst Weinmann, du arbeitest am staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg. Das ist so eines der führenden Institute für die Entwicklung von PVs weltweit, muss man sagen. Speziell aber natürlich in Deutschland. Und du bist mittlerweile mit diesem Thema auch beschäftigt. Also du forschst sozusagen daran. Ist der Regent, ist ja so eine alte deutsche PV eigentlich, wenn man so will. Ist die auch in Freiburg entstanden? Der Regent ist eine Sorte vom Geilweiler Hof, Ah ja. die natürlich auch, sagen wir mal,
im Prinzip in diesen Anfang 2000er Jahren, in den Jahren des Rotweinbooms, auch auf, eigentlich auf der Suche nach einem anderen Weintyp, sehr gut dachte man, passt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen rückläufig, aber ich denke schon, dass das auch natürlich eine Frage ist für die Züchter, auch immer Dinge zu entwickeln, die jetzt nicht Spätburgunder, Trollinger und Lemberger sind, sondern eben auch andere Dinge und einfach andere Fokus da letzten Endes gelegt werden müssen. Mhm. Genau. Eva, du hast ja, bevor wir das vergessen, wieder das Thema mit dem Trinken. Wir haben ja irgendwie Pakete, du hast ja auch eins angeboten. Wir haben also drei verschiedene PV-Varianten sozusagen, eine weiße, eine rote und eine Cuvée. Ich würde sagen, wir fangen mit der weißen an, das macht am meisten Sinn, glaube ich. Wann bist du dann tatsächlich zu diesen PVs gekommen? Wann bist du darauf aufmerksam geworden? Also das hat ein bisschen gegoren, das Thema letztendlich. Ich meine, da ist ja plötzlich ein Riesenfächer, den man dann an potenziellen Sorten vor sich aufgefächert sieht. Und ja, die Fachpresse war damals noch nicht so aktiv, sondern nur mal punktuell und hier und da. Und ich lebe ganz gerne getreu dem Motto auch Learning by Drinking. Das muss man den Kunden dann auch als Aufgabe geben, als schöne Aufgabe. Und wir haben echt schwer gesucht, deutschlandweit, uns orientiert vielleicht am Piwi-Preis oder an Google und wo findet man Piwis, und uns da eine riesengroße Box gesucht, also wirklich dann auch mit verschiedenen Leuten verkostet, also weingutsintern, plus dann auch Menschen, die einfach Endverbraucherfreunde sind, die dann auch eine ganz eigene, ganz außenstehende Meinung dafür hatten. Und bin so ein bisschen dann, Cabernet Blanc fand ich spannend, der war mir dann teilweise zu grün, und dann bin ich irgendwie an den Sauvignon Gris hängen geblieben. Gute Züchtung, ich liebe sie. Und 2016 war dann quasi die erste Debütpflanzung, und mittlerweile ist es wirklich auch so, dass schon 20% von dem Betrieb, wir waren im Pflanzwahn, und ich habe mir auch, also 20% sind jetzt Piwis, Zukunftsreben, nenne ich sie lieber, weil wir eben auch Flächen frei oder Flächen, die jetzt quasi so weit waren, um auch einen neuen Schritt zu gehen, und habe mir jetzt auch für mein Leben auferlegt, das ist schon sportlich, aber es ist gut, und ich fühle mich gut dabei zu sagen, ich pflanze keine andere Rebe mehr, außer diese neuen, innovativen Zukunftsreben, die neue Züchtung. Das ist spannend. Ich hole mal den Benjamin mit rein. Machen wir mal gerade hier sozusagen eine schnelle, gehen wir einmal schnell nach vorne, bevor wir gleich zu diesen Zukunftsweinen auch kommen. Der Benjamin arbeitet in Nonnenhorn am Bodensee. Ich glaube, Benjamin, das Weingut deiner Familie war so ein klassischer Mischbetrieb, wie die früher, glaube ich, so typisch waren, ne? Und am Bodensee ist das ja auch einfach noch dadurch bedingt, dass es sehr, sehr viel Obstbau gibt, den ihr auch betreibt oder betrieben habt. Beides Wein und Obstbau. Ich erinnere mich daran, ich war als Kind sehr häufig in den Ferien am Bodensee, weil meine Patentante dort gelebt hat. Also man musste eigentlich ständig durch Weinberge oder Obstbetriebe, wo gespritzt, also es wurde eigentlich immer gespritzt. Ständig fuhr jemand mit den Schleppern da durch, und ihr habt aber damit, also zumindest mit der konventionellen Spritzung, dann schon recht früh aufgehört und seit 1995 Biolandbetrieb geworden. Ne? Hier sieht man dich mit wem gerade? Hallo in die Runde mit Johannes Haug. Das ist quasi der Beutevater, wenn man so will. Das ist der Lebensgefährte von meiner Mutter, der eigentlich den Weinbau zu uns in Betrieb gebracht hat und auch in mir das Feuer für den Weinbau und generell den Wein geweckt hat. Quasi die Senior-Generation, die jetzt noch relativ jung ist. Hier sieht man das, also das, man sieht im Hintergrund, sieht man den Bodensee. Ihr seid relativ hoch, ne? 400 Meter so etwa, ne? Mit den Weinbergen. Das ist ja für deutsche Verhältnisse schon durchaus recht hoch gelegen. Also das heißt, ihr bezeichnet euch auch als Cool Climate Weingut oder Anbaugebiet, ne?
Wann bist du denn dazu gekommen? Also wann hat dich sozusagen die Faszination für pilzwiderstandsfähige Rebsorten abgeholt? Also dadurch, dass bei uns im Betrieb keine Altlasten waren, nicht nur von Kundschaft wie bei der Eva, sondern tatsächlich auch von den Weinbergen gab es keine Altlasten. Wir konnten da auch total neu starten. Und vielleicht, wenn man am Bodensee ist, muss man dazu erwähnen, alle schreien gerade nach Wasser. Die ganze Landwirtschaft, das ganze Deutschland vertrocknet, ganz Europa vertrocknet. Und wir haben immer wieder Regen gehabt. Und das ist natürlich in feuchten Jahren nicht nur ein Vorteil. Natürlich in trockenen Jahren haben wir immer genug Wasser und haben vitale Stöcke, vitale Pflanzen, die wirklich grün sind. Aber natürlich in trockenen Jahren ist es, oder in feuchten Jahren kann es auch ein Nachteil sein, wenn es zu nass wird. Und der Pilz mag es natürlich warm und feucht. Und feucht haben wir es hier dann auch. Dadurch, dass wir in Alpennähe sind, staut sich hier einiges an Regenwolken. Und deswegen haben wir immer mal wieder Niederschlag, aber manchmal eben auch zu viel. Und deswegen war eigentlich der Grundgedanke, wenn wir anfangen, die Weinberge, wie wir sie bewirtschaften wollen, zu denken, ist es ein ganz wichtiger Grundpfeiler, Sorten zu wählen, die hierher passen, also die an den Standort wirklich passen und hier mit dem Wetter oder dem kleinen Klima auch klarkommen und da auch gesund bleiben. Und ja, tendenziell sind wir eigentlich jetzt nicht so arbeitswütig. Wir arbeiten schon viel, aber wenn wir uns irgendwas sparen können, dann machen wir das gern. Ja. Da ist der Pflanzenschutz jetzt nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe von allen. Und da war das sehr naheliegend. Und dadurch, dass wir keine Altlasten hatten, sind wir einfach losgefahren. Haben uns schlau gemacht, wer solche Sorten im Anbau hat, wo es sowas gibt, und sind zu den Winzern selber hingefahren, haben uns die Reben angeschaut, haben Weine gekauft und dann haben wir einfach mal angefangen. Wie hoch ist der Anteil von Piwis bei euch? Ist das 100%? Ja, Nein. also Es ist tatsächlich, 100%. ja, wir haben ein bisschen Vergleichssorten. Wir mussten immer, wenn wir eine Sorte gepflanzt haben, die noch keinen Namen hatte, sprich, die eine Nummer war, das, was ja ist am Anfang häufig so gewesen, mussten wir eine Vergleichssorte, die etabliert ist, nebendran setzen und mussten quasi ja, einen Rapport abgeben, wie die Holzreife ist, wie die Zuckergradationen waren zur Ernte und mussten da quasi einen Vergleich pflanzen. Und das sind natürlich Sorten, die bei uns im Betrieb auch stehen, aber halt eigentlich von gar keiner Bedeutung. Darf ich da kurz mit einer Frage einen Auf jeden Haken? Fall. Und zwar, also es wird jetzt ein bisschen ausführlicher wahrscheinlich. Und zwar, ihr habt gerade gesagt, noch eine Nummer hatte. Und Ernst, du hattest vorhin gesagt, ey, das ist vom Gallweiler Hof. Könnt ihr vielleicht so ganz kurz in, ich meine, ich weiß, das wird mega schwierig werden, ganz kurz dieses Prozedere, weil, also ich glaube, es könnte auch sein, dass es der ein oder andere mit Gallweiler Hof nichts anfangen kann und warum hat jetzt eine Rebsorte eine Nummer? Ich weiß, wahrscheinlich können wir da jetzt 2 Stunden drüber erzählen, aber nur so für alle, dass Nee, aber wir dafür jetzt ist der Ernst ja worüber auch unter anderem da, weil der das, weil er das ja reden. sozusagen von Ich der muss, Pike auf betreibt. es sei denn, es ist Part, nachher, dann schiebe ich natürlich gerne die Frage zurück, Ja, aber wir sind da sehr, sehr flexibel. sehr gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich das normalerweise sehr gerne bei uns vor Ort mache. Also natürlich Einladung an alle, die jetzt vielleicht nicht einzeln, aber die als Gruppe doch mal nach Freiburg kommen wollen und sich das anschauen. Es ist so, dass wie wir zu dieser Nummer kommen, es ist so, dass wir natürlich diese Züchtung durchführen, dass wir kreuzen. Und dass wir, sagen wir mal, etwa, das heißt, wir kastrieren die Gescheine und bestäuben die mit beispielsweise einer anderen pilzwiderstandsfähigen Rebsorte. Und das machen wir in einem Jahr etwa bei 800, 900 Gescheinen. An diesen Gescheinen ist dann etwa, mal ist eine Beere dran, mal sind 20, 30 oder 40 Beeren dran. Diese einzelnen Trauben werden gelesen, die Kerne werden ausgewaschen und werden im nächsten Jahr ausgesät. Das heißt, wir haben bei diesen 1000 Gescheinen haben wir 5, 6, 7, 8000 Einzelpflanzen, die dann im Gewächshaus eben mit Peronospora und Oidium, mit den Pilzschädlingen Also Klammer auf, falscher und echter Mehltau. genau, echter und falscher Mehltau, die werden Ja, genau. infiziert und dann sieht man eigentlich relativ schnell, welche Pflanze diese Pilzwiderstandsfähigkeit geerbt hat und welche nicht. Und diese
Einzelpflanzen, das sind dann Ende des Jahres etwa 100 Stück, Eva gleich, etwa 100 Stück, die eben dann in der Fläche gepflanzt werden. Und um da eine Zuordnung zu bekommen, das Ganze wird dann eben auch noch entsprechend in der EDV geführt, hat jeder Züchter eine Nummernvergabe. Das ist bei uns zum Beispiel FR für Freiburg, dann eine durchlaufende Nummer, 628 beispielsweise, dann das Kreuzungsjahr 2005 und dann steht bei uns zum Beispiel noch ein R hinten dran für Rot. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Zuchtstamm, der draußen gerade so ein bisschen diskutiert wird, FR 628 2005R, der dann auch anfangs, bis dann der Name vergeben wird, auf der Flasche steht. Soweit, glaube ich. Jetzt grätsche ich mal mit Praxis rein. Sehr gut. Ja. Die Leute, ja, die Winzer, Winzerinnen, die haben ja einen Einschenk- und einen Brustreflex. Den muss ich jetzt ausleben, weil ja, bevor er warm ist, der Sauvignon Gris, den wir jetzt probieren, also der Weißwein mit der Rebsorte, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, dass es der erste ist, den ich gepflanzt habe als pilzwiderstandsfähige Rebe. Damals noch mit diesem, wenn ihr jetzt mal aufs Etikett guckt, mit diesem auch seltsamen Namen, wo man sagt, Mensch, hat man da nicht als Winzer auch Angst, dass die Leute sich an der Theke falsch bestellen? Weil wenn ich jetzt Sauvignon Gris weiß, dass das sich so ausspricht, wird aber unser Gehirn, wenn man das erste Mal liest, erstmal Sauvignon Gris denken und wird sensorisch und geschmacklich einen Sauvignon Blanc erwarten. So, jetzt riechen wir mal da rein und sagen, nee, da hat die Eva aber was falsch gemacht. Weil Sauvignon Blanc, der ist doch sehr viel intensiver, der hat doch eine Exotik. Wo ist denn bitteschön die Brennnessel? Also wenn man das sucht, dann findet man es nicht und dann wird man womöglich enttäuscht, weil man vielleicht auch gar nicht weiß, dass man jetzt in dieser modernen Weinwelt überhaupt angekommen ist. So, also Fragen über Fragen und die sollen eigentlich sensorisch beantwortet werden. Und Sauvignon Gris ist jetzt kein super Fruchttyp, sondern eher, also von seiner Seele her, in die Burgunder-Typizität gehend, hat aber rein züchterisch, also von Mama und Papa, überhaupt nichts mit Burgunder zu tun. Also es ist oft so, dass man in Schockstarre gerät, weil die Weine, die zu diesen Mama und Papa, also zu der Wildrebe und der Kulturrebe, dann die da rauskommen, die Kinder, die sind oft, also manchmal kriegen sie immer was von Mama und Papa ab, und manchmal ist es irgendwie so wie eine neue Entdeckung. Und das ist jetzt auch bei dem Sauvignon Gris bei mir. Also da gibt es auch Stilistiken, die noch fruchtiger ausgebaut werden. Das ist dann aber eine Kellerstilistik. Ich finde, der Sauvignon Gris könnte man stilistisch am allerbesten so positionieren, wie ich ihn fühle, weil er hat eine tolle gelbe Aromatik, also in Richtung sehr viel Gelb, vielleicht auch Birne, ein bisschen Exotik noch, aber nicht so wild, also ananasgehend, wo man dann sagen, das packt mich eigentlich wie ein Burgunder, nicht überfruchtig, sondern eher eine angenehme Frucht und setzt sich dann auch von der Typizität her im Geschmack fort. Ich muss gleich also nochmal eben einhaken, ja, weil wir haben ja vier Pakete, glaube ich, vier Anbieter gehabt und du hast den Sauvignon Gris drin, aber die anderen drei haben Cabernet Blanc. Die haben Paket. Cabernet Blanc. Dann, genau. Aber ich glaube, Benjamin, du hast auch Cabernet hier Blanc. Quasi hier ist die Typizität von Sauvignon Blanc. Also bei Cabernet Blanc, dann würde man als unbedarfter Weintrinker wirklich dann richtig denken, wenn man an Sauvignon Blanc denkt, weil er hat diese Typizität schon in der Parallele, hat vielleicht hier und da ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Erbse, wo ich dann sage, Mensch, je nach Ausbaustilistik kann der schon auch ein sehr grüner Typ werden. Yeah. Und ich finde aber gerade, das wären quasi zwei Welten. Es gibt die exotische Fruchtbombennummer, da fallen jetzt der Cabernet Blanc oder auch ein Sauvignac, wenn ihr den mal probiert, unbedingt mal probieren. Ja, so welche fallen da rein. Und in die Burgunderstilistik. Muscaris, obwohl der eher so fast gelber Muscatella ähnlich ist. Ja, also, hat schon mehr, genau. Und das ist jetzt das Spannende. Wir reden gleichzeitig von der alten, ich krieg Essen gebracht noch, ne, beim Service. Nicht schlecht. Klar. Ja, das ist lieb. Also wir versuchen irgendwie mit dem
mit den innovativen Reben, zwei Fässer gleichzeitig auszumachen, indem wir die Menschen da draußen, die wir davon begeistern, an Dinge erinnern lassen. Also der Cabernet Blanc erinnert mich an Sauvignon Blanc oder der Sauvignon Gris erinnert mich doch ein bisschen an Grauburgunder. Aber in der Tat, diese neue vermählte Welt, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, die Sauvignon Gris haben, werden merken, er hat die Analogie zu Grauburgunder, ja, aber er setzt noch eins drauf. Ich finde, er setzt noch so ein gutes Schippchen drauf, dass er den Grauburgunder von seiner Vielschichtigkeit noch übertrifft und auch im Geschmack, so ein bisschen im Abgang, einfach so eine super elegante, fast leicht bitter anmutende Nussnote mit reinbringt, die das Ganze noch krönt, sodass ich sage, ich habe Schmelz, ich habe Säure, ein Tick mehr Säure als der Grauburgunder, also einfach dieses Packende und habe dann aber dieses Quenchen anders. Also es ist keine Kopie von der existierenden Welt, sondern es ist eine Weitervorführung, eine Verbesserung und eine Topping von Aromen, die wir neu entdecken dürfen. Und das müssen wir den Leuten erstmal verklickern. Und das ist echt eine Aufgabe, ja, genau. Die da entführen. Das ist, glaube ich, auch so eines der großen Themen. Benjamin, du hast im Prinzip angefangen also mit Peewee. Hast du nicht furchtbare Angst gehabt, dass du das überhaupt nicht verkauft kriegst, weil die Leute mit den Rebsortennamen nichts anfangen können? Also ich meine, bei deinen Ortsweinen ist es kein Problem, weil, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Bodolzer habe, das ist halt, da steht ja nichts sonst drauf, ne? Aber du baust ja auch reinsortige Weine an und wie hast du das oder wie vermittelst du das den Menschen, dass sie plötzlich mit Rebsortennamen umgehen sollen, die sie überhaupt nicht kennen? Also abgesehen mal davon, dass es ja auch so Sachen gibt wie Solaris oder so, was sich dann eher nach 2001 und Odyssee im Weltraum anhört als nach Rebsorte. Ne? Also es gibt ja auch so sehr, sehr ungewöhnliche Namen, sage ich mal. Ne? Absolut. Gehe vielleicht nochmal kurz zurück zu Eva, was sie gesagt hat zu dem Beschreiben von den Sorten. Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Werdegang bei uns Menschen. So, wenn zwei Eltern ein Kind bekommen, dann versuchen die Großeltern immer rauszufinden, ist ganz klar die Nase von der Mama und die Augenpartie vom Papa. Aber schlussendlich ist man doch eigentlich am stolzesten auf das Kind, weil es ein eigener Mensch ist, der für sich selber Charakterzüge entwickeln darf. Und so finde ich es hier auch. Das ist ja nichts anderes wie Bienchen, Blümchen und tatsächlich halt mit bisschen menschengedachte Evolution. Der Mensch sucht sich die Eltern aus und hofft dann, dass das Kind hoffentlich sportlich und musikalisch ist, idealerweise. Und das jetzt hier, was wir mit den Sorten, ob ich da Angst gehabt habe davor, ich glaube, ich war einfach zu naiv am Anfang und das war mir total egal. Wir sind einfach losgerannt und das war 2009, sind wir in die Fläche. Die ersten Reben haben wir 2003 gepflanzt. Da war ich noch sehr jung, da war ich jetzt noch gar nicht so in die Richtung unterwegs. Genauso wie ich in Biobetrieb reingewachsen bin, bin ich auch in die resistente Sortenidee reingewachsen. Und für mich war das von vornherein klar, dass das hier das Einzigste ist, was funktionieren kann. Weil hier in der Region funktioniert sehr viel Müller, funktioniert sehr viel Chardonnay oder Spätburgunder, Pinot, die relativ empfindlich sind gegenüber diesen Pilzkrankheiten. Und das war immer das Böse, was die Winzer nicht machen durften. Wir sind eine sehr touristisch geprägte Region. Und diese Spritzerei, früher als Kind im Urlaub, Bodensee ist Spritzen. Schrecklich, dass man sich an sowas erinnern muss eigentlich. Und wir versuchen da damit zu brechen. Und wenn die Sorten hier halt so viel Pflege brauchen, mit externem Zutun chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, muss ich mir ja Gedanken machen, ob das tatsächlich die richtige Rebsorte ist für diesen Standort. Ich will nicht sagen, dass Müller-Thurgau hier nicht super kulinarisch wertvolle Weine entstehen lässt, weil das Klima passt hier wirklich sehr gut und es schmeckt alles wirklich, es sucht seinesgleichen häufig, weil es wirklich sehr gut passend ist von der Region, aber halt gärtnerisch tatsächlich nicht wirklich ideal gewählt. Und das ist immer das zweischneidige Schwert. Die Kulinarik ist auf der einen Seite natürlich entscheidend für alle von uns, weil wir sind zwar Landwirte und Gärtner und sind an der Pflanze tätig, aber schlussendlich interessiert uns doch das, was im Glas ist und wir trinken alle. Das ist das größte Feuer ist eigentlich doch schlussendlich, wenn man zusammensitzt und stolz sein kann auf das, was man
durch ein Jahr, manchmal sogar 2 bis 3 Jahre Arbeit dann tatsächlich zeigen darf. Und da finde ich, muss es absolut überzeugen und muss einen kulinarischen Mehrwert bieten. Und wenn es das nicht schafft, dann ist es auch nicht richtig an dem Standort. Und dann mussten wir für uns auch schon sagen, fliegt's raus. Mhm. Und jetzt gerade mit den Sorten hier in dieser Region, wir sind touristisch geprägt. Und wo der Johannes, den wir vor Ort auf dem Bild gesehen haben, in Geisenheim war, da hieß es unter den Studienkollegen, ja, ihr da unten, da wird ja eh nichts reif. Ihr seid Eskimo-Winzer, ist alles viel zu kalt. Und mittlerweile, jetzt wo ich in Geisenheim war, ich war 2011 fertig, da hieß es ja, ihr da unten, ihr seid im gelobten Land, ihr müsst euch über Vermarktung gar keine Gedanken machen, weil die Touristen da sind. So hat sich das Bild gewandelt und natürlich, der Klimawandel spielt uns auch rein. So. Wir müssen auch früher lesen, damit uns die Alkoholgehalte nicht explodieren und machen uns auch andere Gedanken wie vor 20 Jahren, was Lesezeitpunkt angeht. Und ich gebe zu, die Sorten auf einer Weinkarte, wir sind sehr gastronomisch geprägt, wie wir vermarkten, ist nicht so einfach. Also ein Grauburgunder als Listung auf einer Weinkarte verkauft sich um Längen leichter als ein Cabernet Blanc. Und das ist jetzt eine Sorte, finde ich, wo der Name relativ glücklich gewählt wurde. Ja. Und das, man tut sich da schwer, weil die Leute das noch nicht kennen. Aber ich glaube auch schlussendlich, wir haben jetzt seit diesem Jahr angefangen, eine Herkunftspyramide einzuführen, die auf die geografische Herkunft der Weine abzielt. Und wir wollen auch die Sortencharakteristik in den höheren Stufen betriebsintern stärker verwaschen und tatsächlich Cuvées abfüllen, um den Herkunftscharakter noch stärker herauszuarbeiten. Die Sorte soll gar nicht mehr wirklich das Wichtige sein. Wir werden die fruchtbetonten Sorten und das, was die jungen Sorten auch sehr gut spielen können, sind diese fruchtigen, explosiven, wo jeder reinriecht, gleich was schmeckt und irgendwie gleich bezirzt ist. Das ist alles wunderbar, aber macht natürlich den Herkunftscharakter irgendwie ein bisschen schwammig. Und die Sorte steht absolut im Vordergrund. Deswegen wollen wir auch in der Basis weiterhin die Sorte draufschreiben und diese sehr, sehr fruchtbetonten, leicht zu trinkenden, vielleicht auch schon mittags sehr gut schmeckenden Weine zu machen. Und dann tatsächlich in den höheren Qualitäten, wo der Wein vom Trinker verlangt, sich 2, 3 Gedanken zu machen, wollen wir tatsächlich mehr auf Herkunft gehen. Alles mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die diese Eigenschaften mit sich bringen. Aber natürlich, die sollen auch Transporteure sein für den Boden, wo sie gewachsen sind und nicht nach der Sorte schmecken. So haben wir versucht, jetzt für uns so einen kleinen Schlängelweg zu finden, um das vielleicht dann doch auch als Listung auf der Weinkarte etwas attraktiver zu machen. Und ist natürlich auch Überzeugung. Also für uns soll schon schmeckbar werden. Also mich würde ja so ganz kurz auch mal den im Chat interessieren, also die jetzt draußen zusehen, zuhören, wann Sie die ersten PVs gekauft haben und welche sozusagen welche Schwierigkeiten Sie damit gehabt haben. Vielleicht kann ja jemand ein bisschen was in den Chat reinschreiben, welche Hemmnisse es sozusagen möglicherweise gab oder Erwartungshaltungen es PV gegenüber gab. Ernst, über wie viele Sorten reden wir da eigentlich heutzutage? Bei den Peewees, also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt, da sind natürlich jetzt auch andere Züchter nachgezogen, es sind, sagen wir mal, 12 bis 14 Sorten von Freiburg, es sind einige vom Geileweiler Hof, dann natürlich von Valentin Plattner. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt, sagen wir mal, so zwischen 30 und 35 Sorten haben, die derzeit mit Namen versehen sind, auf dem Markt sind und da aber es doch noch Unterschiede gibt bezüglich Pflanzfläche. Also das muss man schon sagen, es sind ja schon 2, 3 Namen genannt worden. Das sind natürlich die jetzt auch derzeit in der Fläche auch sehr stark nachgefragt sind. Wir reden ja wirklich im Moment noch über so ein Nischendasein. Ne? Also wir haben, glaube ich, in Deutschland noch keine 3% Fläche oder so, kratzen vielleicht so langsam an den 3%. Das heißt, wir reden letztlich bei über ein paar tausend Hektar. Ne? Weißt du, wie sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat? Also die Entwicklung ist in den letzten 4, 5 Jahren ist das absolut explodiert. Das muss man schlicht und einfach sagen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr große Nachfragen haben.
Man muss ein bisschen mit Krokodilstränen sagen, dass die Nachfrage eigentlich erst im Ausland explodiert ist. Das muss man ganz klar sehen, dass wir aber mittlerweile auch in Baden sehr einige Genossenschaften haben, auch am Bodensee, die jetzt mit größeren Stückzahlen auch da in den Markt gehen und zur Freude eigentlich des Züchters auch die Weine dann eben entsprechend mit dem Sortennamen vermarkten. Und da ist schon einiges derzeit am Laufen. Und ich glaube, diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren auch sicher anhalten. Ja. Eva, Christoph. Du hast Christoph? Sozusagen, ja. Ganz kurze Frage, die im Chat gestellt wurde. Aber zunächst mal, die Frage kam nach der Rebsorte Phoenix. Das ist meines Wissens auch eine Piwi-Sorte. Geilweiler Hof, glaube ich, genau. Ja, genau. Frage, ob das eine Cuvée sei. Nein, das ist eine Rebsorte, die heißt Phoenix. Ja. Piwis, werden die überhaupt gespritzt? Die Frage sollten wir uns noch für jetzt oder für später... Kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen, weil wir irgendwie... Gleich nochmal so ein bisschen schauen, was überhaupt die tatsächlich auch die wirklich ganz klaren Vorteile sind und auch für die Zukunft vielleicht auch immer wichtiger werden. Alles klar. Ja, Eva, du hast, ich glaube, im letzten Jahr hast du sozusagen das Projekt Zukunftsweine gegründet. Ich habe vorhin kurz das Foto eingeblendet mit den Menschen, die da mit dir zusammenarbeiten. Hanneke Schönhals ist, glaube ich, die andere rheinhessische Winzerin, mit der du das zusammen gestartet hast. Magst du erzählen, was das genau ist? Ja, ich bin laut, genau. Gut. aus mir selbst heraus kam dieses Wort einfach rausgesprudelt. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, dass ich, oder in der Eingangspräsentation war es ja auch dieses PV, pilzwiderstandsfähig. Also bis man das an der Theke gesagt hat, dann ist sie leer. Also irgendwie dieses... unattraktive Wort, also marketingtechnisch. Und ich kam dann zu meiner Markenagentur mit dieser Idee und ziemlich schnell wurde uns auch klar und ganz bewusst auch eine Markenagentur, weil Peewees nie eine Chance hatten, um in eine Attraktivität zu gehen. Also sie waren quasi nur die, wenn nichts anderes wächst hier oder wenn ich eine schlechte Lage habe, dann nehme ich den mal, weil da kann man ja nichts kaputt machen, da geht sonst eh alles vor die Hunde. Also es war so ein bisschen auch wirklich degradiert auf, wenn es nicht geht, dann geht halt das. Und so war dann auch quasi die Kommunikation rund um die Sorten. Und das hat mich wahnsinnig abgeschreckt. Ich hatte auch wirklich Angst, mit diesem Sauvignon Gris an den Start zu gehen, weil ich den als perfekte Sorte empfunden habe, aber habe am Anfang die Lautschrift auf die Flasche geschrieben, den Leuten zu helfen. Also richtig rein hessisch stand dann drauf, Sauvignon mit zwei E und Gris ohne S hin. Also Sauvignon Gris, damit es auch jeder richtig bestellt. Und die Leute sind an die Theke, das erste Mal Weinpräsentation und dann haben die sich Sauvignon Gris bestellt. Also irgendwie brauchst eine Dachmarke, die dem Kunden wirklich den Anker gibt, um zu sagen, was trinke ich hier nochmal? Ich glaube, ich trinke die Rettung der Weinwelt. Ne? Und ich spüre auch, dass das kein Notnagel ist, der sensorisch einfach nur Kammertrinke ist, war jetzt wieder rein hessisch, sondern er soll sensorisch als neues Highlight dastehen. Und das geht nur mit einem neuen Aufzäumen und das geht nur mit neuer Energie und das geht nur mit echter Kompetenz in der Kommunikation. Und es gibt verschiedene Ebenen, auf denen wir voranschreiten müssen. Punkt 1, wir haben es gehört, 3% der Pflanzung, bei 100.000 Hektar sind wir da nicht so weit. Das heißt also, Aufgabe Nummer 1, die Rebe muss in den Boden und sie muss attraktiv genug sein für den Winzer, die Winzerin und die Pflanzen nur, wenn sie eine Aussicht auf Vermarktung haben. Das heißt also, Punkt 2, sie müssen in den Handel und Punkt 3, sie müssen auch die Konsumenten erreichen. Ja, also an allen drei Ebenen, der Winzer muss den Mut haben zu pflanzen, damit die anderen trinken und die Nächsten es ins Regal stellen. Und dafür hat es die Dachmarke gebraucht. Hanneke und ich haben den Startschuss gegeben und sind im Moment in der völligen Energie auch alles zu ebnen, damit es funktioniert. Ja. Draußen gerade vor meinem Fenster sind 20 andere Winzer,
die jetzt da auch dazugetreten sind in dem ersten Jahr, also wir sind jetzt quasi ein Jahr am Start, und die sagen, ja, wir wollen dieser Dachmarke folgen, ja, wir wollen dieses Siegel benutzen, um den Menschen einen Strohhalm zu geben, wenn man schon nicht immer die Rebsorten kennt, nicht sofort, oder wenn man mit einem Cuvée arbeitet, zu sagen, okay, in welcher Kategorie bin ich jetzt unterwegs, weil es ist fast, und das muss man sich noch überlegen, es ist ja fast irgendwie so eine kleine eigene Kategorie in dieser Weinszene, weil die Rebe ganz besondere Eigenschaften, weil die Superman, Superpower-Eigenschaften hat, die die traditionellen Reben nicht haben. Dafür haben sie diesen lang gepflegten und lang gelernten Ruf von Wiederholbarkeit und von auch Volumen. Ne? Grauburgunder bestellt man sich automatisch, weil man hat es gelernt. Und andere Dinge muss man erst, ja, die muss man begreifen, und die kann man erst, wenn man das Thema auch attraktiv findet und nicht abstoßend. Ja, und das war der Ziel, um eine gemeinsame Stimme und ein gemeinsames Lernen, gemeinsames Sprachrohr und gemeinsames Label zu haben. Ja. Kurze Rückmeldung zu deiner Frage, Christoph. Mhm. Also du hast ja gefragt, wann sind denn die Leute tatsächlich mit Piwis in Kontakt gekommen? Und ich finde es total spannend, dass von im Jahr 2000 der erste Regent genannt wurde, bis hin zu, ja, jetzt heute über das Online-Seminar. Also es ist wirklich alles vertreten. Und könnte man dann vielleicht auch so die These aufstellen, weil das war nämlich auch eine Aussage, so nach dem Motto, mir ist das eigentlich egal, was für eine Rebsorte das ist, Hauptsache es schmeckt. Dass so wirklich so zwei Lager sind. Auf der einen Seite die neugierig sind und sagen, also ist mir eigentlich egal, was da auf der Flasche steht, ich möchte es probieren, und wenn es mir schmeckt, ist es super. Und auf der anderen Seite, dass es dann auch vielleicht an der Beratung liegt, zu sagen, hier, guck mal, ich habe hier einen Wein, und natürlich das Thema Piwi dann auch in der Beratung spielt, aber letztendlich auch sagt, hier, es schmeckt, weil genau das wurde ja vorhin von Benjamin auch gesagt, also das, was im Glas ist zählt, ja. Also ich finde es total, also ich denke immer so, ja, klasse, wenn ich mit einem guten Wein im Glas auch noch das Thema Piwi dann unterstützen kann, indem ich es halt kaufe, weil ich meine, das mache ich, als wenn ich Konsument bin, dann ist es ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich glaube, wir sind ja heute irgendwie so richtige Rebsortentrinker geworden in Deutschland auch. Das war ja lange Zeit gar nicht der Fall. Also früher gab es sowieso die gemischten Sätze im Weinberg, zum großen Teil, weil dadurch die Weinberge insgesamt ein bisschen widerstandsfähiger waren. Vielleicht, ne, ist das Piwi sozusagen das moderne Pendant zum alten gemischten Satz früher. Das heißt, man hat mehr Herkunft getrunken oder mehr Lage vielleicht auch. Ja. Und heute ist es halt en vogue, natürlich gerade so in den oberen 10%, dass man eben den Riesling trinkt oder den Grauburgunder trinkt und erstmal wirklich das sozusagen nach Rebsorten kauft. Und ja, ich glaube, dass es Sinn macht, so ein bisschen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie, aber dass es letztlich Sinn macht, davon auch wieder ein Stück weit wegzukommen. Ja. Wobei, das sind ja eigentlich die Dinge, die wir jetzt ein Stück weit auch, die Eva hat es gesagt, mit den Zukunftsweinen, die natürlich in verschiedenen Anbaugebieten auch ein Stück weit angestoßen werden. Ich habe vorhin gesagt, 35 Sorten. Es ist natürlich utopisch zu sagen, wir hauen jetzt 25 Sorten auf den Markt, sondern es ist ja vor allem auch, sagen wir mal, in dem Feld Rotweine, da gibt es auch sehr einige Sorten, die draußen gepflanzt sind. Klammer auf, das wär dann auch unser zweiter Wein jetzt, ne? Hm? Genau. Ja, ja. Jetzt rede ich erstmal noch fertig. Genau, genau. Und da ist es halt, der Souvenir Gris ist jetzt, sagen wir mal, sicherlich einer der auch relativ vorne dran ist, der auch gut läuft. Aber gerade bei dieses Dach, von dem die Eva gesprochen hat, das brauchen wir, glaube ich, vor allem auch bei den Rotweinen, weil wir da natürlich doch sehr viele Sorten haben, die wir dann auch, sagen wir mal, in den Betrieben versuchen müssen, in einem Produkt unterzubekommen. Und ich denke, mit Cuvées zu arbeiten, das ist ja im weltweiten Weinbau auch gang und gäbe. Von daher ist das, glaube ich, bei den Rotweinen auch ein Schritt, um da weiterzukommen.
Ja, kommen wir ein bisschen zu den Rotweinen. Das ist auch für mich so ein Thema, was ich mit Piwi sehr interessant finde, weil ich für mich persönlich muss sagen, wenn ich Piwi trinke und bewusst Piwi, auch Rebsorten rein, dann sind es eigentlich immer Weißweine. Also zu 95%. Also die roten Piwis sind bei mir noch nicht so richtig angekommen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Benjamin? Du bist auch im Wesentlichen, gut, das hängt natürlich auch immer ein bisschen natürlich mit der Herkunft zusammen. Ihr seid auch im Wesentlichen Weißweingebiet. Aber du hast auch ein bisschen rote Rebsorten zumindest mit dabei, oder? Stimmt, dass hier Weißwein sehr lang sehr im Fokus war, wobei jetzt so mit Winzern in meiner Generation, die jetzt so gut ausgebildet zurückkommen, die in guten Betrieben Rotwein machen gelernt haben, die bringen jetzt hier wirklich sehr, sehr gute Rotweine auf den Markt. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade im Piwi-Sektor mit den Roten, da war der kleine Dämpfer, war die Kirschessigfliege 2014. Weil die Sorten ein bisschen anfälliger sind als der Pinot, also als Spätburgunder, weil sie dunkler sind, meistens etwas farbintensiver, eine dunklere Beere mit sich bringen und da ist die Fliege schärfer drauf, sprich, die befällt es früher. Wir haben uns deswegen auch eine Zeit lang nicht getraut, wirklich was zu pflanzen und haben jetzt die Möglichkeit gefunden, das mit ganz feinmaschigen Netzen tatsächlich vor der Fliege zu schützen. Ist sehr viel Handarbeit und ist es aber trotzdem wert, weil es heißt ernten oder nicht ernten. Und haben jetzt wieder ordentlich Rotwein angelegt und setzen da jetzt auf auch Piwis. Cavatin und Pinotin sind da unsere zwei Zugpferde, die wir sensorisch sehr, sehr spannend finden, und die uns auch draußen Spaß machen. Wie ist das bei dir, Eva? Wie hoch ist so etwa der Anteil der roten Rebsorten? Wir pendeln uns jetzt ein, weil ich auch die Kategorie Rosé natürlich bedienen möchte, muss. Das ist noch ein Weg. Das ist auch noch ein. Die Rotweine sind halt echt auch drauf getrimmt, rot zu sein. Und wenn man das eben dann vielleicht für das andere Produkt nicht will, dann muss man auch damit lernen. Da gibt es im Moment ganz, ganz viele Fachvorträge und ganz, ganz viele auch Erfahrungsaustausch dazu. Und ich bin generell, ich liebe Weißweine, bin eine Weißweinwinzerin, aber das Produkt Rotwein, die Leute kratzen mich an und wollen. Deswegen bin ich auch noch, also es wird sich so auf 50-50 ausgehen, aber quasi Oh nur bei schon, Rotwein okay. in Kombination mit Rot- Ja. und Rosé-Eignung. Ja. Das wird so Okay. kommen, weil ich ja quasi meinen kompletten Betrieb, die Rheinhessen, die machen immer gern Vielseitigkeit. Und deswegen wird das auch quasi so ein bisschen eine 50-50-Nummer sein, ja. Rosé ist natürlich auch also wahnsinnig erfolgreich im Markt, ne? Schon seit einigen Jahren irgendwie immer weiter aufsteigend. Und ich glaube, da ist es auch einfach für Piwi super spannend, weil bei Rosé eigentlich praktisch niemand fragt, was da jetzt genau für Rebsorten drin sind, ne? Also bei Rosé bestelle ich ja, oder? Siehst du es anders? Also ich habe so die Erfahrung, bei Rosé wird meistens Rosé bestellt. Ja? Ja, Und es sei denn, man macht noch irgendwas Geckiges. Mein Rosé heißt Dorn to be Wild, weil es Dornfelder ist. Also es gibt schon bei Rosé ja, oft gut. Spielereien über einen Markennamen. Das wird ganz, ganz oft gemacht. Aber Rosé ist ja auch laut Weingesetz definiert als eine als ein Rebsortengemisch. Ja. Sonst müsste man ja weiß gekeltert oder weiß Herbst schreiben, dann wäre es reinsortig. Ja, also da aus Ja, dieser ja. Nummer kommt man so ein bisschen auch raus. Aber ich muss jetzt auch mal ganz kurz, ich habe immer so ein Auge am Chat, die Leute sind total verwirrt mit diesen Paketen. Ganz kurz, Genau. oder sollen wir, ich will das jetzt nicht, aber da explodiert gerade was. Soll ich vielleicht Ja, mal also ganz. wir trinken. Ah, Entschuldigung. Also ich erkläre es mal ganz kurz. Ich habe jetzt schon mal Ja. im Chat geschrieben, es ist vielleicht am einfachsten, wenn ich es sage. Also im Paket war ein Weißwein aus einer Piwi-Sorte, ein Rotwein aus einer Piwi-Sorte und ein Wein, in dem Piwi drin ist, der eine Cuvée ist. Den Weißwein haben wir schon besprochen. Da sind wir auf die Rebsorten eingegangen, die im Paket waren. Und wenn ihr uns jetzt vielleicht kurz schreibt, welche Rotweinsorten ihr im Paket habt, dann können wir einfach auf die Rotweinsorten auch eingehen. Und später, da ging es Also, auch darum, dass das Piwi halt auch ganz gern in Cuvées verwendet wird, vielleicht gar nicht auf dem Etikett steht. Das wäre der letzte Wein, den wir dann sozusagen aufmachen. Ist diesmal ein bisschen genau. schwieriger, was die Verkostung angeht, als ich hatte es im Vorgespräch gesagt, als jetzt bei einem Anbaugebiet, wo man so wirklich typische Weine hat, weil die Weine doch sehr unterschiedlich sind. Aber ich hoffe, das klärt die Problematik. Also ich lese schon die ersten Pinot-Flaschen
Pinotin, Pinotin wahrscheinlich. Wie spricht man es aus? Da fängt es schon an. Aber Pinotin. der ist jetzt fünfmal genannt, also vielleicht fangen wir mit Ja, es dem. gibt in zwei Paketen gibt's Pinotin und einmal Regent und einmal Cabernet Jura. Okay. Es besteht ja auch die Möglichkeit, dass die Leute sich ihre Pakete selbst zusammenstellen. Da könnte es sein, dass noch ein Dritter drin ist, jetzt noch ein Regent Ja, drin. Also, okay. dann fangen wir vielleicht einfach mit dem Pinotin an. Ja, vielleicht erst nochmal zu den sozusagen zu der Forschung auch oder zu der Entwicklung von roten Rebsorten. Also ich habe so das Gefühl, dass die meisten roten Piwis schon sehr stark sozusagen auf der Farbe, also auf die Farbe ausgerichtet sind und eigentlich auch mehr auf sehr sanfte Tannine als ja, jetzt in die Richtung, ich sag mal, in die Nebbiolo, Pinot, Syrah passt vielleicht nicht, aber in diese Richtung doch relativ kräftig mit relativ viel Tannin und Säure zu sein, aber wenig Farbe zu haben. Ja. Ist es so oder hab ich nur einen Teil mitbekommen? Nee, das kann man schon so sagen. Es ist natürlich so, dass wir, sagen wir mal, da die Fruchttypen eigentlich sehr, sehr weit verbreitet sind. Und das natürlich für den Winzer auch immer auf der Suche nach der richtigen Auswahl letzten Endes dann auch nicht so einfach ist, würde ich sagen. Ich meine, wer so ein bisschen welche Sorte von den Tanninen etwas kräftiger ist, ist jetzt, sagen wir mal, von uns eine Sorte der Cabernet Cortis, der auch schon dieses Cabernet Geschmacksbild bringt, das Pfeffrige und auch natürlich dann, und das ist vielleicht auch das, was den Unterschied von Weiß zu Rotwein macht, der dann im Wein Ausbau eben doch auch anders gehandhabt werden muss. Und das sind natürlich diese önologischen Verfahren, die wir natürlich auch jetzt von den Rebenzüchtern ein Stück weit auch an die Klientel, an die Winzer weitergeben müssen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe auch für die nächsten Jahre, um die Dinge entsprechend weiterzuentwickeln. Wie viele, kann man das so sagen, wie viele Projekte ihr gerade so laufen habt? Also, ich meine, das ist ja schon sehr komplex. Du hast es vorhin so ein bisschen erzählt. Also, es ist ja nicht nur so, dass man zwei Elternteile zusammenmixt und da kommen dann vielleicht Kinder raus, die dann vielleicht auch resistent sind. Also, zum einen ist es ja, glaube ich, so, dass die Rebsorten durchaus auch sehr unterschiedlich resistent sind. Zum anderen muss es ja dann vor allen Dingen auch zum Schluss noch schmecken. Also, und da, ja, die Komponente ist ja nicht ganz, ganz unerheblich. Das heißt, ich glaube, so eine Entwicklung dauert schon manchmal ein, zwei, vielleicht 3 Jahrzehnte, oder? Bis Ja, man gut, da ich ist, wo habe. man hin will. Also im Prinzip ist es ja relativ gut dadurch ausgedrückt, wenn ich jetzt sage, ich darf heute hier sitzen, an dieser Veranstaltung teilnehmen, habe aber keine dieser Sorten gekreuzt. Also man muss schlicht und einfach wissen, dass der Kreuzungsgang letzten Endes von der Kreuzung bis, sagen wir mal, zur Eintragung der Sorte 25 Jahre dauert. Und diese 25 Jahre, da ist halt das Kreuzungsverfahren und das Testverfahren bezüglich Pilzwiderstandsfähigkeit dauert 2 Jahre und anschließend geht es eben darum, auch die Dinge weinbaulich zu beurteilen, auch natürlich in welche Lagen können sie gestellt werden und natürlich das, was der Benjamin vorhin ja auch schon gesagt hat, letzten Endes, was für Weinqualitäten kommen da raus. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch versuchen bei uns über den Weinbau, über die Züchtung, über die Önologie ein Stück weit weitestgehend für die Winzer schon zu beantworten. Das sind natürlich zum einen, weil du nach Projekten gefragt hast, eine Sache, die wir seit 2, 3 Jahren machen, ein Rotwein-Cuvée zu entwickeln, was, sagen wir mal, eine gewisse Geschmacksrichtung hat, der dann auch nachvollziehbar in unterschiedlichen Anbaugebieten bei unterschiedlichen Winzern dann, sagen wir mal, vom Typus her wiederzuerkennen ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Richtung, die wir bei den roten Sorten eigentlich gehen sollten. Das ist der eine Punkt. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir zum Schluss noch auf Sekt kommen. Dann läuft eben noch ein Projekt im Bereich Sekt. Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant. Also, ich bin ja hier oben im Norden. Es gibt ja in Schleswig-Holstein irgendwie mehrere Weingüter mittlerweile. Eines macht, finde ich, sehr schönen Sekt.
Ich war jetzt im Sommer auf Mön, was eine dänische Ostseeinsel ist. Und dort haben, also da gibt es sowieso schon einen Winzer, der seit Jahren hauptberuflich arbeitet und natürlich im Wesentlichen auch mit Peewees. Aber es hat sich jetzt ein zweites Weingut entwickelt oder gegründet von einem Ehepaar, einem dänischen Ehepaar, was 25 Jahre lang im Burgund gelebt hat, dort gearbeitet hat, ein Weingut hatte und jetzt zurückgekehrt ist und da auf Mön, weil es da halt sehr viel Kalk und Kreide gibt, eben ein reines Sektweingut auch gegründet haben, eben auch ausschließlich mit Peewees. Ne? Das ist ja das, also ich glaube, das ist schon ein großes. Und wir haben ja jetzt, ich glaube, Wilhelmshof, ne? Ist der Wilhelmshof auch mit Eva mit bei euren Zukunftsweinen dabei? Ja, ne? Sitzen draußen auf der Terrasse. Ja, genau. Und die machen ja, gut, das ist ja nun auch ausgewiesenes Sektweingut. Ne? Und bei Sekt, glaube ich, ist es, also ich glaube, es ist immer für die Einstiegskategorien auch, glaube ich, interessant auch mit Peewees zu arbeiten, wenn dort nicht unbedingt immer direkt auf die Rebsorten geachtet wird. Ja? Also wenn es in die Lagen geht oder in den Top-Bereich, dann fragt man wahrscheinlich schon immer auch nach Rebsorten, aber für den Einstieg dürfte das auch sehr spannend sein. Ja? Das glaube ich schon. Darf ich kurz dazwischen grätschen sozusagen? Seid doch so lieb und wir waren beim Rotwein. Können wir noch ein paar Worte über die einzelnen Rebsorten verlieren, damit wir auch so wie wir es beim Weißwein gemacht haben, weil das war richtig cool, einfach nochmal die Rotweinrebsorten durchgehen. Das wäre super. Vielen Dank. Okay. Eva, du hattest in deinem Paket eben den Pinotin von Philipp Wedekind mit drin. Ne? Magst du was sagen dazu? Hast du wahrscheinlich auch gerade im Glas, oder? Genau, habe ich nicht im Glas, weil draußen die bringen mir nichts. die trinken gleich. Und ich als Schraubverschlussweingut, als BVS-Verschlussweingut, ich habe überhaupt keinen Korkenzieher. Die haben den mir völlig, also ja, ich bin hier also abgeschottet. Ich weiß aber ganz genau, wie es schmeckt. Ich habe ihn natürlich vorher auch verkostet. Und sehr, sehr spannende Rebe. Ich spreche jetzt für zwei Pakete, die Pinotin haben. Also erstmal im Allgemeinen riesengroße Beeren und da hängt das da. Und auch in einem Jahr, wo kein Regen von oben kam, ist da echt... Es sind sehr große Beeren und man hat sich davon auch versprochen, wirklich so ein bisschen rein sensorischen Spätburgunder-Ersatz zu kreieren, weil er ein Peewee oder Zukunftswein ist, der nicht so, das darf man jetzt nicht sagen, also die Jugend würde sagen, auf die Kacke hauen. Ich würde jetzt sagen, der nicht so derb aufträgt, wie jetzt ein internationaler Cabernet-Style, also alle Reben, die so diese Cabernet-Papas da drin haben, die sind auch ordentlich im internationalen hochgradigen Niveau auszubauen. Und Pinotin, so wie ihr in dem Glas habt, der hat dann eher so ein bisschen diese Feingliedrigkeit, diese feinere Struktur. Also Farbe bringt er trotzdem, das ist ja das Geniale daran. Also der Konsument wünscht sich irgendwo Farbe und die bringt er voll. Aber es ist keiner, den man Hauruck-Rotwein, also man kann ihn dazu bringen, aber ich denke so auf die, er wird eher ein eleganter Mittelsegmentwein und hier und da mal in die Spitze kommen. Also jetzt ist es so ein richtig schöner Premium-Pinotin jetzt vom Philipp auch, der so ein bisschen in die spätburgunder Aromatik reinkrätscht, aber auch mit so wilden Waldbeeraromen noch dazu on top und mit der leichten Würze besticht, wo ich dann sage, Mensch, das ist nicht einfach Spätburgunder-Abklatsch, sondern er erinnert an die Zartheit von Spätburgunder, bringt aber noch ordentlich Wumms von Wildbeere oder Wildkirsche oder was man sich noch sonst wundern kann. Und viele Winzer, die können sich entscheiden, sind wir jetzt Spätburgunder oder Dornfelder im Easy-Going, Easy-Drinking-Bereich unterwegs oder können wir daraus ins Topping gehen? Das versuchen auch der eine oder andere, aber ich denke, auf Dauer wird man eher quasi, auch weil er kein Öxle-König ist, also er ist nicht derjenige, der das Zucker-Eldorado oder als Alkohol-Eldorado bis ins Letzte geht. Vielleicht auch je nach Standort, das ist jetzt quasi die Philipp-Meinung, weil ich selbst keinen Pinotin habe.
Und er sagt, ich komme da nicht bis ins Nimmerland. Vielleicht ist aber auch Nierstein, also eher dieser karge Boden, dieser rote Tonschieferboden, nicht derjenige, der Boden, der das kann. Ne? Von daher noch ganz viele Experimente, aber auch spannende Weine, wo man sich davon erhofft, dass es eben ein Spätburgunder, also ein bisschen auch in die Richtung gehen kann. Und nicht eben diese grüne Aromatik von diesem Cabernet einfach anstößt. Das macht er eben nicht. Und das ist ganz, ganz nett, dass man nicht eben so ein Cabernet-Abklatsch hat, sondern eigentlich so eine bärige Weintype. Kennst du aus demselben Weingut, also auch von Wedekind, den Cabernet Jura? Den gibt es nämlich auch in einem anderen Paket. Ja. Genau. Ach so, in dem anderen Paket ist der drin. Ja, Philipp hat schon gesagt, Cabernet Jura ist dann eine andere Ära sozusagen oder eine andere Kategorie noch. Der setzt eins drauf und geht so ein bisschen eher in die internationale Stilistik, hat aber auch nicht so super grüne Aromen, die man dann in diesem Cabernet-Stil zuschreiben würde. Es gibt immer irgendwie, oft der Winzer, der hat so zwei Kategorien und sagt, Cabernet international, Merlot in diese Stilistik oder will ich eher die deutsche Beere? Und das ist dann oft auch in einem Cuvée zu verheiraten, wo man dann sagt, man tut ganz neue Welten aus, indem man jetzt knüpfe ich wieder an Benjamin an, dass er sagt, die neue Welt entsteht auch manchmal durch Verschmelzung von zwei Partnern und es muss nicht immer entweder oder sein, sondern der Konsument hat sich jetzt mal dran zu orientieren, dass vielleicht ein Weingut oder eine Stilistik oder ein Weinanbaugebiet einen genialen Wein rausbringt. Und aber aus Erfahrung heraus, der Kunde fragt immer, was ist es, was ist da drin, warum ist es, wie ist es? Also diese Fragen, da kann ich verstecken und machen und tun, wie ich will, was ich ja gar nicht will, weil ich bin offen. Aber diese Rebsortenfragen, das ist dem Deutschen inne, das macht er automatisch. Die wollen wissen, was ist denn da los und warum, wie. Und das ist eine deutsche Wissbegier, die da herrscht. Und es ist ja auch schön, wenn man das bedienen kann, wenn man darüber erzählen kann. Weil wenn man immer nur über jeden Wein sagt, der ist lecker, dann werden die Leute auch irgendwann nicht glücklich. Über Wein möchte man reden. Aber man möchte nicht nette mundfüsselig reden drüber. Ja. So muss auch zwischendurch trinken. Ja. Und das ist jetzt, also Pinotin würde ich eher als noch ein bisschen mehr Trinkfluss, ein bisschen mehr Trinksaftigkeit auch beschreiben. Und der Jura, der ist da eher schon, der sticht nochmal ein ganz anderes Fass an. Hätten wir noch als dritte Rebsorte den Regent. Ernst? Das ist ja sozusagen der Vater aller. Ich darf immer was über die Weine der Züchterkollegen sagen. mache ich eigentlich nicht so gern, aber gut. Na gut, ich habe ihn jetzt nicht getrunken. Der Regent kommt halt einfach schon farblich sehr, sehr, sehr straff daher. Eine extreme Farbe. Ist, sagen wir mal, von der Fruchtaromatik her weniger ausgeprägt. Ich kann jetzt zu dem Wein, da ich ihn leider habe ich auch nicht im Glas. Sagen. Kann man nicht sagen. Ja. Gut. Hatten wir ja auch vorhin schon so ein bisschen über Regent. Ja. Benjamin, vorhin gab es die Frage, ob man jetzt wird es passen. Also schnell konnte ich gar nicht klicken. vorhin war nochmal die Frage, ihr habt das ganz am Anfang irgendwie gesagt, Regent ist rückläufig. Ist das so? Weil? Fragezeichen? Na ja, gut, man kann es ja im Prinzip ist ja so auszudrücken, dass der Cabernet, der Regent hatte ja, wie gesagt, das war eigentlich die Sorte, die in Anfang der 2000er Jahre relativ groß gepflanzt wurde, auch in, sagen wir mal, in den Anbaugebieten, wo größere Flächen sind, in Rheinhessen, in der Pfalz. Und der wird jetzt, sagen wir mal, sukzessive von anderen Rotweinsorten, von anderen Piwi-Sorten abgelöst, die einfach, wie es die Eva schon gesagt hat, vielleicht auch qualitativ etwas bessere Weine bringen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit in der Rebenzüchtung der Gang. Wir haben vorhin über Phönix gesprochen, da redet heute natürlich kein Mensch mehr drüber, sondern es ist natürlich immer eine gewisse Weiterentwicklung bei den Sorten. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Stück weit für den Regent zutreffend, dass wir Sorten haben mittlerweile, die einfach resistenter sind im Rotweinbereich und die vielleicht qualitativ auch noch den
den etwas toppen können. Und das ist im Prinzip der Hintergrund, denke ich, dieses Wandels, der jetzt da stattfindet. Super, ich habe ja noch eine Rebsorte. Ich habe ja noch eine Rebsorte für dich, die aus Freiburg kommt. Ja? Genau. Genau, dann kannst du ja noch was zum Cantor sagen. Der Cabernet Cantor ist eigentlich die Sorte, die, sagen wir mal, von der Resistenz her sehr, ist eigentlich die resistenteste Sorte, die wir im Stall haben. Bringt von der Weinqualität her auch so, sagen wir mal, Richtung Syrah die Ecke, die Weine. Ist jetzt natürlich nicht so verbreitet wie andere Sorten oder wie der Cabernet Cortez zum Beispiel. Weinbaulich ist er, sagen wir mal, vom Wuchs her etwas schwierig. Der muss da noch etwas gebändigt werden in der Reberziehung. Das ist so ein bisschen so das kleines Problemchen bei der Sorte, aber ansonsten bringt er eigentlich auch sehr schöne Weine. Und wo er natürlich sehr stark oder sehr gut geeignet ist, wir haben, wenn wir auch jetzt mal über Erziehungssysteme reden, sagen wir mal diese Minimalschnittsysteme, die es gibt, um einfach die Arbeitszeiten etwas auf den Flächen zu reduzieren, da ist es eben eine Sorte, die sehr gut geeignet ist. Und von daher passt er, denke ich, auch derzeit ganz gut ins Sortiment. Hm. Du hast ein paar Punkte auch erwähnt, mit denen ich mit Benjamin auch drüber sprechen möchte. Vorhin kam die Frage, muss man denn bei diesen Piwis überhaupt noch in den Weinberg, um zu spritzen? Ja, muss man. Ne? Und es kommt auch sehr auf die Jahre an und es kommt auch sehr auf die Rebsorten an. Aber insgesamt natürlich dienen die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten natürlich dazu, dass man viel seltener in die Weinberge fahren muss. Also wir haben ja 2021 ein Horrorjahr hinter uns gebracht, was so die Spritzungen angeht. Also auch die konventionellen Spritzer, die waren sehr gut dabei. Aber für biologisch arbeitende Winzerinnen und Winzer, wie ihr das seid, also es gab ja viele, die 20, 30, vielleicht sogar häufiger rausfahren mussten in die Weinberge, um eben, also jetzt bei klassischen Rebsorten eben zu spritzen. Weil einfach der Pilzdruck so hoch war. Ne? Wie war das jetzt bei dir in dem Jahr mit den Piwis? Also wir sind vielleicht da nochmal gesondert zu betrachten als Region, weil wir den vielen Niederschlag haben. Und wenn es bei uns regnet, dann regnet es gleich ordentlich. Und man kann sich das so vorstellen, wir haben vorher gesagt, das sind Kontaktmittel, die sind quasi nur auf der Oberfläche des Blattes und nicht in der Blutbahn der Pflanze unterwegs. Und wenn es halt dann mal 30 Liter regnet, dann ist die Sonnencreme weg, wenn man so will. Und dann muss ich, wenn ich am Strand liege, nachcremen. Genauso muss ich meine Pflanze wieder neu vor dem nächsten Niederschlag schützen. Und deswegen hatten wir im Jahr 21 schon auch wirklich viele Behandlungen, weil wir sehr wach sein mussten und tatsächlich mit dem Wetter fahren. Wir waren da sehr, sehr nah am Wetter dran. Und dann war es egal, ob das sonntags früh war oder sonntags abends, dann musste man raus. Und hatten da auch schon eine gute Anzahl an Behandlungen. Da waren wir auch bei 12 Behandlungen, bei etwas weniger festen Sorten bei uns im Betrieb. Aber wir konnten natürlich die Aufwandmengen, die wir mit dabei hatten, sehr stark reduzieren. Also wir mussten nicht pro Behandlung, um jetzt eine Größe zu nennen, 200 Gramm Kupfer pro Hektar mitnehmen, sondern wir konnten das halt auf unter die Hälfte reduzieren und waren dadurch sehr, sehr sparsam unterwegs. Aber jetzt im Vergleich dazu, 21 gab es bei uns hier am See klassisch wirtschaftende Betriebe mit klassischen Sorten. Die haben als wirklich Winzer, die davon leben, 300 Kilo Trauben geerntet, sprich 200 Liter Wein. Und da, also das war ein Nullertrag, das war ein Jahr lang Arbeit für gar nichts. Und wir hatten einen wirklich schönen Herbst, wir konnten schöne vitale Trauben ernten von wirklich gesunden Stöcken und hatten dadurch qualitätsmäßig nicht einen Peak nach unten, sondern wir hatten eine kleine Delle drin. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanke, auch dass, ja, weil in guten Jahren ist es relativ einfach, guten Wein zu machen. Und in schwierigen Jahren muss man sich tatsächlich anstrengen. Und wenn man da so einen kleinen Vorsprung kriegt durch die Sortenwahl, finde ich, ist das schon auch ein schöner Gedanke, jetzt rein mal, ja, neben dem Pflanzenschutz auch qualitätsmäßig, was man dann wieder schlussendlich an kulinarischem Glas hat. Ja. Das heißt, wir haben. Eva, wenn wir über Piwis reden, haben wir so einen ganzen Strauß voll
positive Aspekte eigentlich, ne? Deutlich geringer ist, als wenn ich mit klassischen Rebsorten arbeite. Ich muss seltener in den Weinberg, das heißt, ich hab ja auch viel weniger Bodenverdichtung, wenn ich eben nur die Hälfte oder vielleicht sogar noch seltener mit dem Schlepper durch die Rebzeilen fahren muss. All das sozusagen, was ich dafür an Energie brauchen würde, spare ich. Wird ja auch jetzt gerade in diesem Jahr noch mal interessanter bei den Energiepreisen. Und da habe ich dann sozusagen auch einen ökonomischen Vorteil, weil ich letztlich also weniger Energieaufwand habe. Ich habe geringere Produktionskosten, beziehungsweise ich habe, wenn ich das richtig sehe, auch eine deutlich höhere Anbausicherheit. Ja, also sagst du ja gerade, also eine relativ normale Lese plus 11-mal durch den Weinberg fahren ist halt was anderes, als wenn ich 30-mal fahre und nachher 200 Liter habe. Ne? Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Absolut. Ja. Genau, es ist ja auch quasi Nebenerscheinungen, die keine Nebenerscheinungen, sondern Haupterscheinungen sind. Das ist die Pflege der Artenvielfalt. Ich meine, wenn weniger getan werden muss, dann ist auf anderer Seite mehr los und es ist immer die Natur. Und gerade wo man versucht, naturnahe zu arbeiten und immer ein bisschen mehr zu und besser zu werden, dann ist das wie so, also diese traditionellen Reben sind oft wie ein Damoklesschwert, also im Jahr 21. Dadurch, dass ich nicht 100% pilzwiderstandsfähige Reben habe, habe ich trotz 14 Mal Behandlung in den, was wenig war noch im Vergleich zu anderen, also 14 Mal bin ich durchgefahren, aber das habe ich auch gemerkt, da war nichts mehr da. Und bei den pilzwiderstandsfähigen Reben sind wir konsequent eben nur 3-mal gefahren und haben Freudentränen gehabt bei jedem Besuch dieser Weinberge, weil wir mussten ja eigentlich gar nicht hin, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren, haben geguckt und wir haben einfach, ja, also ich hoffe halt, dass jetzt gerade die Presse, dass die jetzt nicht hingeht und sagt, ja toll, die Winzer, die können jetzt die Weine noch günstiger anbieten, weil die müssen ja weniger machen. Ja. Also das ist immer so ein Trugschluss, der völlig absurd ist, weil jeder gesunde Menschenverstandswinzer, ich weiß nicht, ob das kommt, ja, aber die meisten nutzen die Zeit für andere ökologisch wertvollere Dinge, die ganz einfach, oder die Energie geht beim Winzer in die Natur und nicht in die, hoffentlich wird meine Frucht in Ordnung sein, die ich da, weil die das von alleine kann. Also ich glaube, dass es nicht ein Wein, also dass es ein Wein sein sollte, der einfach jetzt günstiger zu produzieren ist, sondern der ökologisch wertvoller zu produzieren ist. Und das, darauf muss der Fokus liegen. Und natürlich ist Energieeinsparen auch wieder Umwelt. Ne? Ist das auch sozusagen der Vorteil für den Konsumenten, die Konsumentin? Also sozusagen das, ich will jetzt nicht sagen das bessere Gewissen, aber das bessere Gefühl, also sozusagen auf Bio nochmal einen draufzusetzen. Also die Frage war vorhin auch im Chat, ob Piwi jetzt sozusagen automatisch Bio ist. Das ist natürlich nicht. Also man entscheidet sich ja dazu, Piwis zu setzen. Das kann man ja auch als konventioneller Winzer machen. Hat aber natürlich genau die gleichen Vorteile wie ihr, indem man eben viel seltener raus muss. Kann das auch eine Brücke sein für Winzer, die bisher konventionell gearbeitet haben, dass sie sozusagen anfangen, sich mit Piwi zu beschäftigen und vielleicht dann von da aus sehen, dass das mit ökologischem Landbau auch dann nochmal einfach eine schönere Sache ist? Es sind ja auch welche, die müssen einfach Schritt oder wollen Schritt für Schritt gehen. Also ja, das ist ja, ich meine, die Eva und der Benjamin, die haben ja, das sind ja auch Entwicklungen eines Betriebes. Und ich glaube schon, dass das jetzt zum einen natürlich für die Winzer auch eine Möglichkeit ist, sich da in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln. Und so wie es ja jetzt auch schon im Chat stand, das muss natürlich jetzt nicht unbedingt erstmal Bio sein, sondern das kann einfach ein erster Schritt sein, um eben auch die Zeit anders zu nutzen, um eben ökologische Maßnahmen durchzuführen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Vorteil, der daraus gezogen werden kann.
Es ist auch so, dass die Weinszene oder wir sind die Winzerinnen, Winzer und Innenszene. Ja. Ja. Ich bin auch nicht am, am Gendern. da kommen wir nicht ganz, genau. Also, dass diese Szene sich immer so ein bisschen aufgeschaukelt hat und dass die mit Fingerzeig, du böser Konventioneller, du böser Bio, du machst das, du machst das. Und so ist der Weg nicht. Weil unser ganz, und das haben wir jetzt so ein bisschen, am Anfang haben wir es gesagt, aber dann haben wir es wieder vergessen. Unser ganz großes Problem ist dieser verdammte, heute muss ich echt harte Worte nehmen, weil das muss so gesagt werden. Unser ganz großes Problem ist der Klimawandel. Ja. Und der nagt an unserer Existenz. Jetzt haben wir hier ein zwar Jahrtausend Jahre altes Kulturgut, aber es ist, also zwar für mich schon, aber nicht für alle, es ist kein Grundnahrungsmittel. So, also wir leben in einem Luxusprodukt. Also ja, Grundnahrungsmittel, ja, unbedingt. Aber eigentlich bräuchte man ein Weizenfeld noch mehr, um irgendwie am Leben zu sein als Mensch. Und wenn wir uns jetzt wirklich drauf ausruhen und sagen, naja, ein Luxusgut, wir haben die Chance, es besser zu machen und machen es nicht. Es wäre ja schon fast Frevel zu sagen, also es ist ja schon fast ein Unding, es nicht zu tun. Die Betriebs, also egal ob konventionell oder ökologisch wirtschaftend, die Betriebsfläche an pilzwäschefähigen Sorten über Jahre, eine Weinbaukultur steht 30 bis 40 Jahre. Da kann ich nicht Rums machen und bin komplett umgestellt, sondern ich bin in einem Zyklus drin, der über Generationen aufgebaut wurde. Und dann kann ich es nur besser machen mit vielleicht auch geschickten Entscheidungen, aber dann muss auch irgendwie das Ding verkaufbar sein. Deswegen gibt es ja auch die Bestrebungen zu sagen, wir geben dem Ding einen Namen und sagen nicht, naja, trinkt gegen den Klimawandel an oder so. Also es ist einfach so plump ist es nicht. Mhm. Und deswegen auch ganz klar die Entscheidung in Zukunftsweine. Wir haben lange darum gemacht, dass diese Überlegung zu sagen, konventionelle und ökologische Betriebe dürfen mitmachen. Wir schrieben kein Korsett vor und sagen, du und du nicht, sondern mit der Pflanzung von mehr von solchen Reben hast du die Möglichkeit, in den ökologischen Weinbau überzutreten. Oder du kannst es sehr reduziert, wie zum Beispiel jetzt auch, ich habe gelesen im Chat, dass auch ein Wohlgemut Schnürwein dabei ist. Der Kantor ist es. Habe ich da recht genannt? Ja, das ist der, den ich hier in der Hand habe. Genau, vor allen Dingen, ja, also super Wein. Die sind konventionell handelnd, aber so reduziert, dass ich sage, es ist egal, was hinten in deinem Traktor drin wohnt als Spritzbrühe. Wenn du statt 100% nur 20% rausfahren musst, dann ist die Lösung nicht eine ökologisch oder konventionelle Lösung, sondern für alle, bitteschön, alle zu tun. Ich glaube, ich jetzt schon fast nach einem Schlussplädoyer an. Ja, ich dachte auch gerade, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, ich muss jetzt so ein bisschen der Spielverderber sein, weil eigentlich ist die Diskussion gerade super spannend und ich könnte auch noch ganz lange zuhören und wahrscheinlich auch alle, die heute Abend teilnehmen. Aber ich habe so ein bisschen Blick auf die Uhr und wir haben jetzt die 90 Minuten auch schon voll, aber uns fehlt noch ein Wein. Und deswegen, glaube ich, sollten wir unbedingt jetzt nochmal auf den Wein zu sprechen kommen. Und zum Thema Piwi fällt mir gerade ein, wir haben auch vom Deutschen Weininstitut noch einen Podcast zum Thema Piwi-Rebsorten gemacht. Also von daher, den könnte man sich auch nochmal anhören auf www.deutscheweine.de. Aber jetzt bitte, dritter Wein, Cuvée. Entschuldigung, ja, Ernst, übrigens, du hast gerade angesetzt, um irgendwas zu sagen. Kein Problem. Ich habe übrigens mit dem Benedikt von Wohlgemut Schnür auch einen Podcast gemacht, den kann man sich auch anhören. Okay. Gibt es bei mir im Blog, dann kann ich nachher nochmal verlinken. Eben auch ein Gespräch eben über die Arbeit, weil die eben, wie du schon sagst, eben nicht biologisch zertifiziert sind, aber das total reduziert haben, aber sich auch über ganz viele andere Sachen Gedanken machen. Ja, also die Wiederverwendbarkeit von Flaschen, die Rücknahme, die Art, wie Klebemittel verwendet werden, Papiere und so weiter. Also Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema bei der ganzen Sache. Also wie wir mit Klimawandel auch umgehen wollen und müssen im Weingut. Ne? Und Ernst, um sozusagen zu dem, was du noch sagen wolltest, noch was anzuführen. Klimawandel schafft ja auch heraus, dieser Klimawandel und die Schnelligkeit schafft ja auch Herausforderungen für euch als Züchter, weil sich ja dieser ganze
Ablauf, den wir eigentlich kennen, ja, also 100 Tage von der Blüte bis zur Lese und so weiter, das verschiebt sich alles, das wird kürzer, also diese ganzen Zyklen verändern sich eigentlich rasend schnell, nicht wahr? Genau, das ist ja im Prinzip, ich erinnere mich da immer an so eine schöne Aufstellung, die die Weinbauberatung bei uns in Südbaden gemacht hat, über Jahre hinweg mal die Blüte, die Austrieb, die Blüte und die Lesezeitpunkte nacheinander schön in der Tabelle dargestellt. Es ist einfach so, dass wir jetzt auch gemerkt haben, dass wir ja in 2021, da hatten wir im Prinzip alle Probleme, die man haben kann. Wir hatten Spätfrost zum einen mit erheblichen Auswirkungen. Wir hatten 2022 auch, 5., 6., 7. April, auch so eine Phase, wo die Reben noch nicht weit genug waren, wo wir auch, sagen wir mal, diese Probleme sehen. Das sind natürlich Züchtungsziele, die wir haben, um einfach, sagen wir mal, mit Sorten zu kreuzen, die für einen späteren Austrieb bekannt sind. Das ist, sagen wir mal, der erste Teil der Vegetationsperiode. Da sind, denke ich, alle Züchter dran. Zum anderen geht es aber auch darum, sagen wir mal, diese Herbstphase, die ja bei uns sehr schwankt. 2021 waren wir relativ spät, dieses Jahr sind wir wieder sehr früh, ständiges Auf und Ab, dass wir natürlich auch Sorten haben, die dann eben mit einer entsprechend späteren Reife glänzen können. Und das sind natürlich Sachen, die wir unter verschiedenen Nummern derzeit auch versuchen zu entwickeln. Und das sind natürlich jetzt die nächsten Schritte, die uns jetzt als Züchter eigentlich beschäftigen. Also es ist ja relativ schwierig, auf diesen dritten Wein einzugehen, weil es eine Cuvée ist und weil es vier verschiedene Cuvées sind. Also einmal der Repvoluzzer von Eva Vollmer, da gehen wir natürlich noch drauf ein, weil er von Eva Vollmer ist. Dann haben wir ein Rosé-Cuvée, Regent und St. Laurent. Also eine Mischung sozusagen aus Piwi und einer klassischen Rebsorte. Dann haben wir die Cuvée Katharina vom Weingut Galler, auch ein renommiertes Piwi-Weingut. Da weiß ich gar nicht, was drin ist. Und dann gibt es noch Dunkelfelder und Cabernet Mythos von Adriane Moll. Also das über, ich glaube, das ist jetzt einfach zu viel, diese ganzen vier Weine noch zu besprechen. Grundsätzlich haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, dass Piwi in Cuvées sehr viel Sinn machen. Also ich kenne auch viele Weingüter, die einfach erstmal damit anfangen, Piwi zu pflanzen und Piwis in Cuvées reinzunehmen, damit sie sozusagen die rebsortenlosen Basis-Cuvées mit Piwis zu füllen und dann vielleicht dann auch Schritt für Schritt weiterzugehen. Aber vielleicht können wir noch mal gerade Eva fragen, Repvoluzzer, was ist drin? Im Repvoluzzer ist Phönix drin in der Hauptmenge. Ich hatte es vorhin schon mal im Chat kurz geschrieben. Und Rebsorte, über die keiner mehr spricht. Genau, die Rebsorte, über die keiner mehr spricht. Ich habe sie auch nicht im Anbau, sondern ich habe sie mir geklaut. Das heißt, das ist ja auch mal schön, ein Bio-Winzer direkt nebendran, der hatte Phönix halt vor Urzeiten gepflanzt. Und ich habe gedacht, ach Mensch, ich probiere das mal, weil Jugend forscht sozusagen. man guckt auch mal, was andere Sorten so tun. Ich weiß aber, dass Phönix niemals die Weltherrschaft an sich reißen wird, sondern da gibt es mittlerweile andere Toppings. Finde es aber ganz spannend, weil viele Weingüter haben einfach, ja, die haben nie dem Phönix auch eine Chance gegeben, was zu werden. Und mit einem Schwarzmüller-Thurgau finde ich ihn ganz nett. Und das ist auch das, manchmal kann man ja auch Dinge ergänzen, die nicht von allein in den Himmel sich heben wollen. Und das ist ja auch der Sinn von Cuvées, um zu sagen, wie bekomme ich denn die Perfektion mit Einzelbausteinen? Und der Müller-Thurgau hat dem nochmal so eine Bodenständigkeit gebracht, auch wenn es nur die 14% sind. Und der Phönix hat da eine sehr, sehr, sehr ja, dominante Frucht auch reingebracht. So ein bisschen Cassis habe ich vorhin geschrieben. Aber nicht in Richtung Sauvignon Blanc oder sowas gehend, sondern eher, ja, ist vielleicht das Herz von einem Kerner und ein bisschen Müller-Thurgau-Stil, aber auch viel Frucht. Also eine Sorte, die man
die man schön und locker trinken kann. Und als Revoluzzer wollte ich ganz bewusst eben sagen, du startest hier mit einer Revolution. Konzentrier dich mal nicht auf den Phönix. Der ist eh vielleicht ziemlich bald irgendwie über die Wupper, weil ihn keiner mehr neu pflanzen wird. Aber konzentrier dich mal auf diesen revolutionären Geschmack. Und so war eben die Idee, gar nicht so stark mit der Sorte auf dem Vorderetikett zu spielen, sondern eher es auf dem Rückenetikett als kleine Information zu verziehen. Darf ich noch kurz reingrätschen, bevor es zu Ende ist? Drängt sich jetzt fast auf. Jetzt nicht, um Stellung zu nehmen auf den Revoluzzer, aber tatsächlich haben wir jetzt ganz viel über Basisweine geredet und dass man das irgendwie in die einfachen Weine mit reinnimmt, finde ich fast, tut man den ganzen Sorten Unrecht. Und wir als Winzer haben da, die da jetzt quasi schon ein bisschen Erfahrung haben mit den Sorten, klar, wir sind auch am Erfahrung sammeln und versuchen irgendwie Platz bei uns im Portfolio und im Keller und sensorisch irgendwie das einzuordnen und versuchen die Weine da irgendwie denen ein Zuhause zu geben bei uns in den Betrieben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir Winzer das auch schaffen, dass da Weine entstehen, die ein klares Profil haben, die absolut begeistern und nicht nur als Easy-Drinking-Alltagsweine, sondern tatsächlich anspruchsvolle, wirklich hochwertige Geschichten, wo man sich wirklich mit jedem Glas einen Gedanken mehr machen muss, weil der Wein sich doch wieder verändert hat und man sich dann irgendwie doch wieder überrascht fühlt mit dem nächsten Glas und wirklich versuchen muss, das dann auch in gute Lagen zu setzen als Winzer, um dann tatsächlich auch richtig gute Weine draus zu kriegen. Weil ein Chardonnay oder ein Pinot Noir oder ein Riesling, wo die ganzen großen Weine der Welt entstehen, die wachsen halt im Waldrand, im Schatten auch nicht zu großen Gewächsen heran. Muss man ganz ehrlich sagen. Und da tut man den Sorten Unrecht, wenn man nur solche Plätze dafür hernimmt, sondern man muss wirklich seine schönsten Lagen raussuchen und da solche Sorten reinsetzen und dann tatsächlich auch im Keller das komplette Know-how, alles, was man weiß, wirklich mal die ganze Liebe und Herzblut da reinstecken, dass da Weine entstehen, die tatsächlich begeistern und mitstinken können mit dem, was andere Winzer von sich selber behaupten, ist was Großes aus Riesling oder Chardonnay oder Pinot. Finde ich ganz, ganz wichtig. Wir schieben als Anbauer die Sorten immer so ein bisschen in diese Ecke. Und genau deswegen werden, wenn wir das weiterhin tun, werden die nie wirklich groß werden. Und die EU hat sich auf die Fahnen geschrieben, Pflanzenschutz zu reduzieren. Und das ist ein Ziel 2030. Das schaffen wir nur, wenn wir solche Sorten pflanzen. Wenn wir weiterhin klassische Sorten in der Gänze anbauen, wie es momentan stattfindet, werden wir die Pflanzenschutzmittelreduktion nicht schaffen. Ja. Das ist so. Und, das ist super, ja. Ich hatte hier deinen Wein auch in der, weil das ist ja nun gehobene Klasse hier, ne? Das ist gutes Mittelsegment. Das ist ein Ortswein und quasi spiegelt Ortswein, genau. Die Mitte wieder. Und die Vision lautet dann quasi ja, also finde ich auch, Souvenir Gris im Holz, das ist ein Traum, es liegt im Keller und wir sind sowas von auf dem Weg und du hast so tolle Sachen und so ein kleines Hirngespinst. Ein VDP-Betrieb macht ein GG und kein großes Gewächs, sondern ein ganzheitliches Gewächs, weil er in so eine Top-Lage ein Zukunftsrebe reingepflanzt hat oder ein Pionierrebe oder wie auch immer heißen will, dass man sich traut. Also ich pflanze die in alle Lagen und die besten Stücke und dann wird das auch was. Aber die jungen Reben sind halt dann auch oft dann auf dem Weg und wo man sagt, Mensch, könnte ich 10 Jahre vorspulen und dann könnte ich aber... da müssen wir halt alle auch mal uns Zeit nehmen, guten Wein draus zu machen und die Zeit vergehen lassen, aber trotzdem auch heute handeln mit Pflanzen. Ja. Wobei es auch natürlich mittlerweile Beispiele gibt, wo auch schon sehr gute Weine entstehen. Der Benjamin hat es ja gesagt und das muss man ganz klar sagen. Da wird auch in den nächsten Jahren wird da sicherlich einiges dazukommen. Also da bin ich fest von überzeugt. Also ich meinte das vorhin, weil ich es vorhin auch angesprochen habe, eigentlich auch eher für die anfangen, ne? die sich entscheiden, auch für Peewees sozusagen. Alle, die ich kenne, die jetzt nicht wie ihr so massiv da reingehen, sondern anfangen zu forschen und sich daran zu gewöhnen, die fangen ja erstmal mit Cuvées an und mit Basisweinen. Aber ich glaube auch, dass es einfach sich gerade auch wirklich enorm entwickelt. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Wow. Ja, ich glaube. Wahrscheinlich könnte ich euch jetzt noch 2 Stunden zuhören, weil dieses Thema ist so breit und so
ja, interessant, ist dass ja wir faszinierend, da super genau, in, die, genau. in die Tiefe gehen können. Aber ich glaube, für heute Abend müssen wir jetzt einfach an der Stelle mal aufhören. Wir haben ja Themenvorschläge vorhin angefragt. Wir haben auch einige bekommen, sind alle notiert, auch wenn ich bei einigen keine Rückmeldung gegeben habe. Aber ich glaube, dass das Thema Piwi nicht zum letzten Mal behandelt wurde hier in der Reihe oder in der Fortsetzung, was ja wirklich super spannend ist. Bevor ich euch jetzt danke für diesen wirklich informativen Input, ich muss es trotzdem einmal sagen. Das ist Weinlese und die A braucht Unterstützung. Bitte, wer Zeit hat und wer irgendwie kann, schaut nach, ob ihr das unterstützen kann. Wir wollen dieses Thema einfach nicht untergehen lassen. Es ist nach wie vor, auch wenn es über ein Jahr her ist, immer noch Hilfe nötig und notwendig. Also von daher, wer es irgendwie kann, bitte, bitte, bitte um Unterstützung. Auf www.deutscheweine.de sind da auch Anlaufstellen. Es gibt natürlich auch noch mehr Anlaufstellen, aber das ist jetzt das, was ich anbieten kann an Informationen. Also verzeiht es mir heute Abend, die Teilnehmer, dass ich das jetzt nochmal... absolut wichtig. Ja, aber ich finde, es ist wirklich echt wichtig. Total. Von daher, so, jetzt euch vielen, 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 vielen Dank. Also ich habe, mein Zettel hier ist riesengefüllt mit Notizen. Viele Ideen, wie wir vielleicht dieses Thema einfach auch nochmal nach vorne bringen können, weil es ja wohl durchaus auch Interessenten dafür gibt und auch Käufer. Und also ich hatte heute Abend ein Souvenir Kri ohne S. Entschuldigung, Eva, du hast es vorhin gesagt, du hast das S weggelassen im Glas. Ich war super begeistert. An der Stelle kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war in Berlin in so einem völlig hippen Restaurant, die irgendwie ihre Permakultur im Garten haben. Und da hatte ich auch ein Souvenir-Kri in der Tasche. Und dann habe ich gesagt, hier, schau mal, das ist das, was zu deinem passt. Laden passt. Und seitdem hat er es auch auf der Karte. Also von daher Mission erfüllt. In dem Sinne, ja, vielen, vielen, vielen Dank für euch, an euch, Entschuldigung. Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, und ich von meiner Seite auch nochmal danke. Ja, danke, dass du vorhin den Chat repariert hast. Keine Ahnung, was da wieder war, aber irgendwas ist ja immer. Er ging ja dann zum Glück und ihr habt euch ja wirklich am Ende hervorragend. Der Chat heiß gelaufen. Also tatsächlich, ein paar Fragen sind wahrscheinlich auch unbeantwortet geblieben. Eva, Grüße an die Winzer auf deiner Terrasse. Da gehst du jetzt wahrscheinlich gleich nochmal raus. Das war aber jetzt kein Public Viewing oder sowas. Nee, die normales. Eigentlich müsstest du die Kamera nochmal noch schwenken. Also ja, schön. Nur das Dunkel, die. Ja. Ah, ja. Ernst, Gruß nach Freiburg, vielen Dank für deine Zeit. Benjamin auch. Den Winzern alles Gute für die bevorstehende Ernte. Und Christoph, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Nächster Termin. Genau, das habe ich mir auch notiert. Und zwar haben wir am 6.10. den Johannes Burkhardt. Der Herr Johannes muss ich ablesen. So einen langen Titel hatten wir noch nie. Er ist Leiter Arbeitsbereich Önologie bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Und es geht um das Thema Orange und Co. Orangeweine, Natural Wine, Petnat und so weiter. Am 6.10. Funktioniert übrigens auch super mit Souvenir Gris und Sauvignac und so weiter. Okay. Du kannst das kommt wieder. Zuschalten und Fragen stellen. Genau, kommt wieder. Ich wollte gerade sagen, ich schreibe es schon mal auf meinen Fragezettel. Ja, welche Rebsorten eignen sich besonders? ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank euch allen und wir sehen uns dann. Ich ernte am Wochenende meine Piwis im Garten. Muss auch sein. Einen schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss. In diesem Sinne. Ciao. Vielen Dank. Ciao.